A warm welcome to all of you to the second panel. Ja, recht herzlich willkommen hier zur zweiten Runde zu unserer Paneldiskussion zu den entwicklungspolitischen Tagen 2022. Mein Name ist Dr. Susanne Neubert. Das Doktor können wir uns auch sparen. Ich bin die Leiterin des Seminars für ländliche Entwicklung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 21 Jahren ist das Seminar für ländliche Entwicklung, hat diese entwicklungspolitischen Tage organisiert in enger Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung. In diesem Jahr finden diese Diskussionstage in hybridem Format statt. Für den zweiten Podium, das ist den globalen Kuchen teilen, Ungleichheit in der Entwicklungszusammenarbeit neu denken. Dafür heißen wir recht herzlich unser Publikum hier vor Ort und natürlich auch online zugeschaltet. Willkommen. Ich möchte natürlich auch unsere Podiumsteilnehmer recht herzlich willkommen heißen vom Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit und auch von den NGOs. Recht herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sein können. Sie werden danach von dem Moderator oder der Moderatorin noch einmal gebührend vorgestellt. Herzlichen Dank auch an das Organisationsteam für die Organisation des Podiums, Carmen Steinmetz. Wo haben wir sie hier drüben? Tina Walter. Ist auch bei uns. Svenja Sender hier drüben. Felix Bonheim vorne in der ersten Reihe. Simon Meister. Rabi Zreik. Und David Püker ist der Letzte in der Runde. Herzlichen Dank auch an unsere Simultan-Dolmetscher, die heute die Übersetzung ins Englische und ins Deutsche ausführen. Und damit würde ich ganz gerne das Wort an das Team übergeben. Thank you, Susanne. Ja, vielen herzlichen Dank, Susanne, für die einleitenden Worte. We would also like to welcome you to the second panel discussion of the Development Policy Discussion Days 2022. Thank you everyone for joining us online via Zoom and here live at the Heinrich-Böll Foundation. This is my colleague Simon Meister. My name is Carmen Steinmetz and we are going to guide you through the first half of today's event with the title Sharing the Global Cake, Rethinking Global Inequality in the Wake of the COVID-19 globale Ungleichheit im Zuge der COVID-19-Pandemie neu denken. Damit geht das Wort an Simon Meister. Auch einen herzlichen Gruß hier an alle Podiumsteilnehmer. Wie der Titel vielleicht schon verrät, möchten wir uns in den nächsten 3,5 Stunden mit dem Thema der globalen Ungleichheit beschäftigen. Zuerst einmal möchten wir Ihnen aber einen kurzen Überblick geben, dessen, was uns heute erwartet. Wir starten mit der Vorstellung unserer Podiumsteilnehmer, zeigen Ihnen dann ein kurzes Einführungsvideo. Dabei geht es um eine Definition von Ungleichheit und dann schauen wir uns an, welche Konsequenzen damit zusammenhängen. Danach folgt ein einleitendes Statement zum Thema Verringerung der Ungleichheit von einem unserer Podiumsteilnehmer. Dann geht es auch direkt mit der ersten Diskussionsrunde los. Dort beschäftigen wir uns mit der Frage nach der globalen Umverteilung und der Rolle der internationalen Zusammenarbeit in diesem Rahmen. Danach wird es eine Fragerunde geben, bevor wir dann 16.30 Uhr in die Kaffeepause gehen. Diese Pause ist 30 Minuten lang. Danach kommen dann unsere Kollegen Svenja Sender und David Püker an die Reihe. Sie werden dann die zweite Hälfte der heutigen Veranstaltung mit einer Diskussion über die Verantwortung des globalen Nordens und darüber, wie politische Kohärenz zur Verringerung der globalen Ungleichheiten beitragen könnte, einleiten. Darauf folgt ein zweiter Videobeitrag und auch noch eine genauere Diskussion über die Verteilung des Impfstoffs für die Corona-Infektion. Die Podiumsdiskussion wird dann durch eine weitere Fragerunde aus dem Publikum ergänzt und dann kommen wir 18.30 Uhr zum Schluss der heutigen Veranstaltung. Bevor wir nun fortfahren, möchte ich unser Publikum noch einmal darüber informieren, dass diese Diskussion aufgezeichnet wird und das Video dann höchstwahrscheinlich später auf der Homepage der Böll-Stiftung zu finden sein.
Noch einmal einen herzlichen Gruß an unser Online-Publikum. Wenn Sie Fragen für die Fragerunde später haben, dann können Sie diese natürlich direkt bei Zoom unter Q&A, unter der Fragen- und Antwort-Sektion eintragen. Es wäre schön, wenn Sie kurz noch hinzufügen, an wen sich die Frage richtet. Das fällt uns dann ein wenig leichter, diese Fragen den jeweiligen Podiumsteilnehmern zuzuordnen. Und wenn Sie eine Frage sehen, die Sie auch mögen, dann können Sie die Frage liken, damit diese dann priorisiert werden, je nachdem, wie viele Menschen tatsächlich diese Frage auch interessiert. Unser Fragenmoderator Felix wird dann so freundlich sein, diese Fragen direkt verbal an diejenigen weiterzuleiten. Nun kommen wir zur Einführung unserer Teilnehmer. Carmen sitzt hier mit bei uns und übernimmt die Vorstellung. Zuerst einmal möchten wir unsere erste Person willkommen heißen. Njuki Nyehu ist online zugeschaltet. Sie ist eine afrikanische Feministin, Aktivistin für Gerechtigkeit und Würde gegen Ungleichheit. Sie ist die panafrikanische Koordinatorin für die Fight Inequality Alliance, die Daughter of Mumbi Global Resource Center. Weiterhin ist sie Vorstandsmitglied des Urgent Action Fund Africa und for Natural Justice sowie ein langjähriges Mitglied des Green Belt Movement von Kenia. Frau Njehu studierte Frauen- und Dritte Weltstudien am William Smith College in Genf und New York und Entwicklungskommunikation an der Cornell University. Ihre Erfahrung als Aktivistin mit Grassroots-Bewegung wird sicherlich auch zu unserer Diskussion beitragen. Einen herzlichen Willkommensgruß an Sie, Frau Njuki Nyehu, hier online zugeschaltet. Ich weiß nicht, ob Sie mich sehen können. Hallo. Ich kann mich selbst leider nicht sehen, deswegen habe ich kurz mal versucht, ob Sie mich wenigstens sehen können. Also herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können bei dieser Podiumsrunde. Ich wurde gebeten, ein einleitendes Statement abzugeben. Entschuldigen Sie uns bitte, Frau Nyehu, wir sind noch nicht ganz durch mit der Vorstellungsrunde. Wenn wir alle Podiumsteilnehmer vorgestellt haben, dann hören wir Ihnen auch sehr gern zu. So, unser nächster wäre dann Dr. Jürgen Zattler, ist Entwicklungs- und Makroökonom mit mehr als 30 Jahren internationaler Erfahrung. Ist das soweit richtig? Zweieinhalb maximal. So viel Erfahrung haben wir da gar nicht gesammelt. Er hat im Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit in verschiedenen Positionen gearbeitet, seit 1986, wo er derzeit Generaldirektor für multilaterale und europäische Politik ist. Von 2017 bis 2020 war er tätig als Exekutivdirektor der Weltbankgruppe in Vertretung von Deutschland. Zuvor hat er auch bei der Europäischen Kommission gearbeitet, sowie bei der Dresdner Bank. Er hat an der Universität Gießen in Wirtschaftswissenschaften promoviert. Seine Perspektive der deutschen Entwicklungszusammenarbeit wird sicherlich die Debatte bereichern. Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute dabei sein können, Herr Zattler. Unser nächster Redner ist dann Dr. Andreas Wulff. Er setzt sich für globale Gesundheit bei Medico International ein. Er hat einen Abschluss in Medizin und einen Doktortitel von der Freien Universität Berlin. Er ist Vorstandsmitglied des Bundesverbandes demokratischer Ärztinnen und Ärzte und Mitglied des Lenkungsausschusses des Geneva Global Health Hub. Das ist ein zivilgesellschaftliches Netzwerk, das sich auf die globale Gesundheit konzentriert und die Stimme der Zivilgesellschaft bei der WHO darstellt. Dr. Wulff hat einen thematischen Schwerpunkt auf Ungleichheiten und Gesundheitsgesetz sowie auf den Zugang zu Gesundheitsdiensten und unentbehrlichen Medikamenten. Seine Erfahrung in diesem Bereich wird sicherlich sehr wertvoll sein, ganz besonders auch im späteren Bereich der Podiumsdiskussion, wenn es um die Impfstoffe geht. Also herzlich willkommen hier bei uns. Und dann haben wir als letzten, aber nicht weniger wichtig, aus Brüssel zugeschaltet, Borja Ruhe. Er ist
Senior Policy and Advocacy Advisor bei Concord Europe. Dort arbeitet er hauptsächlich mit dem Thema Ungleichheit und nachhaltige Wirtschaft. Er ist Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt auf europäischen Angelegenheiten, Sozialpolitik und nachhaltige Entwicklung. Nach seiner Ausbildung führte ihn sein Weg nach Brüssel, genau zur Europäischen Sozialen Beobachtungsstelle der Europäischen Kommission und später dann zur Age Platform in Europe. Dort hat er eine Arbeitsgruppe zum Thema Altern in Würde geleitet. Seine europäische Perspektive auf Ungleichheit wird sicherlich einen interessanten Blickwinkel für diese Diskussion bieten. Vielen Dank, Herr Arouet, dass Sie heute dabei sein können. Und bei der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Seminar für ländliche Entwicklung legen wir sehr viel Wert auf Vielfalt in Bezug auf Geschlecht und Perspektiven aus verschiedenen Lebensbereichen. Bei der Vorbereitung zu diesem Podium haben wir uns natürlich bemüht, ein sehr diverses Podium hier zusammenzustellen. Das hat sich leider nicht ganz bewahrheiten können. Deswegen möchten wir natürlich herzlich dazu einladen, dass auch unser Publikum Fragen stellt, damit wir diese vielfältigen Perspektiven mit einbeziehen können und freuen uns auf eine lebendige Debatte. Mit einem gemeinsamen Verständnis des Begriffs globale Ungleichheit zu beginnen, haben wir ein kurzes Video vorbereitet und möchten jetzt die Techniker bitten, dies abzuspielen. Rising and high levels of inequality are one of the major long-term challenges for humankind. While the climate crisis as another global challenge is slowly getting the attention it deserves, reducing inequalities is still largely neglected as a structural issue. Nearly half of humanity lives in poverty, while the wealth of the richest 2,755 individuals has grown by over 60% to $13.8 trillion over the course of the COVID-19 pandemic. The richest 10% hold 76% of global wealth. On a national level, inequalities threaten social cohesion, the functioning of democracies, and economic growth. On a global scale, inequality jeopardizes poverty reduction and overall well-being for all. As a multidimensional phenomenon, it stifles ecological, social, economic, and other dimensions of development. Not just in the global south, inequality is deeply interwoven with the challenge of mitigating and adapting to climate change. Societies with high levels of inequality struggle to implement effective and sustainable adaptation measures. Unequal access to education and healthcare is a severe obstacle for social development, especially for the most vulnerable and marginalized groups like women and girls. And income inequality is perhaps the most commonly measured facet of inequality. It is often considered a proxy for other inequalities. Vulnerable and marginalized groups around the globe are especially affected by the nexus of inequality as a structural factor and the associated social, psychological, and health problems. All of this makes tackling inequalities as a structural issue a necessity. Just to be clear, tackling inequalities does not mean establishing equality in all regards. A certain level of inequality is sometimes considered necessary for the functioning of a society. But inequality at such extreme levels is most certainly harmful on its own. Inequality describes the distribution of outcomes, such as income, wealth, or land, as well as the access to opportunities through relevant resources across an entire population. Inequality is an inherently relative measure. Instead of zooming in on the so-called poor, the inequality approach allows us to see a bigger picture. If we want to tackle inequality, we must zoom out to see the lower end as well as the upper end of any given distribution. Inequalities can be measured within countries, between them, or globally. Inequalities within countries consider distribution or access among one country's population. Inequalities between countries can be understood as a comparison of countries
based on national averages of GDP or other indices. Global inequalities encompass both within and between country inequalities and take the population of the entire world as one reference group, regardless of national borders. Inequalities can be depicted vertically or horizontally. While vertical inequality describes the inequality between individuals or households, horizontal inequality presents differences between different societal groups which are characterized by inherent factors like gender, disability, age, geographic location, ethnicity, sexual orientation, religion, etc. Also, it is important to note that individuals are often exposed to multiple inequalities at the same time, so-called intersecting inequalities. In today's panel discussion, we would like to focus on vertical inequality on a global scale. International cooperation has always focused on particular dimensions of inequality. However, the United Nations 2030 Agenda is the first international development framework that explicitly addresses inequality as a central issue. SDG 10 explicitly aims at reducing inequality within and among countries, thus acknowledging inequality as a structural issue. Furthermore, inequality is connected to one of the leading principles of the agenda: leave no one behind. But even apart from these designated aspects, inequality in all its forms is a cross-cutting issue that runs through the entire agenda. This gives international cooperation a new mandate for reducing inequalities within and between countries. In practice, however, most interventions aim at the reduction of poverty and fail to address the extreme concentration of power, influence, and wealth at the other end. Global inequalities are hardly addressed. By setting this focus, it becomes apparent that tackling inequalities is not self-evident and always a political choice. Ich hoffe, mit diesem Video haben Sie jetzt eine bessere Vorstellung dessen bekommen, worüber wir heute reden werden. Ich möchte kurz drei Punkte aufgreifen, die im Video erwähnt wurden. Erstens, Ungleichheit ist eine politische Entscheidung. Zweitens, wenn man über Ungleichheit spricht, dann reicht es nicht aus, sich nur auf die Bekämpfung von Armut zu konzentrieren. Und drittens, über die Konzentration auf die Ungleichheit innerhalb und zwischen den Ländern hinaus bietet die globale Ungleichheit auch noch interessante Erkenntnisse. Und bevor wir jetzt mit dem ersten Diskussionsblock beginnen, möchten wir unseren Podiumsteilnehmern die Möglichkeit geben, einleitende Bemerkungen zu machen. Zuerst würden wir gern Herrn Arroyo fragen: Was sind die größten Herausforderungen bei der Bekämpfung der weltweiten Ungleichheit? Hallo erst einmal in die Runde. Es tut mir sehr leid, dass ich vor Ort nicht dabei sein kann bei der Präsenzveranstaltung. Es ist natürlich immer eine große Freude, Berlin zu bereisen. Leider war es diesmal nicht möglich. Deswegen freue ich mich sehr über die Möglichkeit, mich hier online aus Brüssel zuzuschalten. Vielleicht kann ich kurz die Organisation vorstellen, für die ich arbeite, damit Sie ein wenig besser wissen, aus welcher Perspektive ich arbeite. Ich arbeite für Concord Europe. Concord ist ein Dachverband der verschiedenen Entwicklungs- und Katastrophenschutz-NGOs in Europa. Wir arbeiten mit nationalen Plattformen, also mit verschiedenen Allianzen innerhalb der 27 EU-Mitglieder und von Großbritannien und natürlich auch ein Netzwerk im Bereich der nachhaltigen Entwicklung und Entwicklungszusammenarbeit. Die Ungleichheit war für uns immer ein wichtiges Thema.
aber es gab eine ganz bestimmte Arbeitsgruppe, die sich diesem Thema gewidmet hat, ganz besonders in den letzten 2,5 Jahren. Und deswegen haben wir unsere Arbeitsstruktur darauf ausgerichtet, dass die Ungleichheit tatsächlich ein strukturelles Problem ist, die wir in der internationalen Zusammenarbeit auch ansprechen müssen und dass Armut nur ein Teilbereich dessen ist. Natürlich sind wir uns sicherlich einig, dass die Ungleichheit eine internationale Herausforderung ist und es ganz schwierig ist, das national anzusprechen. Ungleichheiten sind nicht nur moralisch falsch, sondern sie sind auch größtens ineffizient, wenn man sich die wirtschaftliche Seite anguckt. Also ein wirtschaftlicher Fortschritt ist natürlich nur dann möglich, wenn eine gewisse Gleichheit besteht. Wir wissen, dass die Ungleichheiten die Situation von Armut, Ausgrenzung und Marginalisierung verstärken. Das behindert natürlich auch öffentliche Politik und politische Stabilität im jeweiligen Land. Und wir wissen, dass die Ungleichheiten auch dazu führen, dass die Personen gegenüber globalen Risiken stärker ausgesetzt sind, wie zum Beispiel im Bereich des Klimawandels oder wie wir es jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie beobachten konnten oder noch weiter beobachten können. Wenn wir uns die größten Herausforderungen anschauen im Bereich des Kampfes gegen Ungleichheiten, gibt es sehr viele Herausforderungen. Wir sehen, dass ein politischer Wille besteht. Wir haben vor kurzem einen Bericht herausgebracht und analysieren dabei, wie die EU-Länder diese Ungleichheiten in der internationalen Kooperation angehen. Und wir sehen, dass es da auch politische Verpflichtungen gab, sehr verbal deutlich zum Ausdruck gebracht wird, dass diese Ungleichheiten angegangen werden müssen. Beim EU-Rat wurden zum Beispiel im Jahr 2019 gefordert, dass alle EU-Länder eine Erklärung im Kampf gegen die Ungleichheit unterschrieben im Jahr 2019. Das reiht sich natürlich auch ein in die Agenda 2030 und die nachhaltigen Entwicklungsziele. Und jetzt fehlen uns allerdings die Taten, dass eben diesen Worten auch Taten folgen. Zum Beispiel haben wir herausgefunden, dass es nur wenige Staaten in der Europäischen Union tatsächlich messbare Ziele haben im Bereich der Ungleichheitsbekämpfung in der internationalen Zusammenarbeit. Es gibt zwar diese verbalen Verpflichtungen, aber es fehlen eben konkrete Politiken. Von nur 8 von den 24, die wir uns angeschaut haben, haben tatsächlich messbare Ziele im Bereich der Bekämpfung von Ungleichheiten. Wir wissen auch, dass die Beamten aus diesen Ländern recht wenig Richtlinien oder Leitlinien haben, um solche Programme oder um solche Ziele auch in ihren Programmen umzusetzen. Oft fehlt eine Disaggregation von Daten. Man weiß also nicht, welche verschiedenen Gruppen in den einzelnen Interventionen beteiligt sind oder auf welche dieser Gruppen dies einen positiven Einfluss hatte oder auch nicht. Und wir sehen, dass es nur 3 Länder in der EU gibt, die ihre Ziele auch erreicht haben. Also wenn es darum geht, zu einer Umverteilung des Reichtums beizutragen in den Ländern, in denen gearbeitet wird. Und 3 von den 27 Ländern erreichen derzeit den Prozentsatz von 0,07% des Budgets des Haushaltes, der für die Entwicklungshilfe aufgebracht wird. Und wir brauchen eine gewisse Kohärenz der Politiken. Also es kann nicht sein, dass die Politiken gegeneinander antreten und dass die Ziele sich gegenseitig ausschließen, sondern sich gegenseitig ergänzen müssen, wenn es im Bereich der internationalen, wenn es um die internationale Kooperation geht. Es gibt sehr viele verschiedene Richtlinien für Steuerpraktiken, für Unternehmensverantwortung, für den Bereich Handel, also wenn zum Beispiel um den Waffenhandel geht. Wir haben herausgefunden, dass die meisten Mitgliedsländer tatsächlich Waffenlieferungen in Zukunft in Länder vornehmen, in denen es Konflikte oder Kriege gibt. Es gibt also durchaus sehr viele Herausforderungen, wenn diese Ungleichheiten bekämpft werden sollen. Ich könnte damit schließen zu sagen, dass wir einen systemischen Wandel brauchen. Dafür brauchen wir Kohärenz und natürlich auch die entsprechende Überzeugung und den entsprechenden politischen Willen unserer Länder. Aber ich hoffe, dass wir das vielleicht auch in den kommenden Minuten noch einmal genauer beleuchten können. Herr Arruet weist auf politische Inkohärenz hin,
Bedeutung von politischem Engagement, Umsetzung von Politik. Und jetzt die kommenden RednerInnen, Herr Wulff beispielsweise, soll über globale Gesundheit etwas sagen. Glauben Sie, dass die Armutsbekämpfung aus Sicht der globalen Gesundheit ausreicht, um die globale Ungleichheit zu bekämpfen? Vielen Dank für die Einladung. Und ich mache also weiter Armut mit da den Zusammenhang herzustellen zwischen vorzeitigem Tod. All das konnte nachgewiesen werden. Und im 19. Jahrhundert, dort hatte ich hier in einem Forschungsinstitut gearbeitet zu diesem Thema. Soziale Bestimmung zeigt, wie groß der Zusammenhang ist. Globaler Norden, globaler Süden. Heike Mörs hat das für Großbritannien aufgewiesen und die Weltgesundheitsorganisation hat auch 2005 nachgewiesen, wie es ausschaut. Armut kann man reduzieren, Ernährungssicherheit, bessere Unterbringung, sanitäre, bessere Bedingungen. All das sind Voraussetzungen, damit es eine höhere Lebenserwartung gibt. Und es ist auch offenkundig, dass wenn man sich nur darauf konzentriert, Armutsreduzierung, also man kann das nicht lebenslang erhalten, die Gewinne, die man daraus erzielt, vor allem in der Gesellschaft, wo Infrastrukturen für die Gesundheit, soziale Dienste privatisiert sind oder halt nur reduziert sind, dass es zum Beispiel in Kliniken dort für die Versorgung von Kindern, die auf die Welt kommen, in vielen Ländern ist es so, dass es sich allein um die frühe Kindversorgung nur geht und finanzielle Ressourcen. Viele Menschen werden jährlich in die Armut gestoßen. Es ist ein Skandal, der nachzuweisen ist, dass die Ausgaben für den Gesundheitssektor immer höher gegangen sind. Es wurde bereits gestimmt vor 15 Jahren. 2007 wurde bereits nachgewiesen, dass 150 Millionen Leute damit zu kämpfen haben. Die Weltbank hat geschätzt, 21, dass die Hälfte der Bevölkerung des afrikanischen Kontinents solche schlimmen Ausgaben zu meistern haben, wenn sie eine größere Operation sich zu unterziehen haben. Und Post-Covid-Auswirkungen wurden gar nicht berücksichtigt. Bangladesch, da wurde erst über die Wunderwaffe geredet, die man gegen Armut hätte. Und Familien, die jedoch nicht nachweisen können, sind erneut zurückgefallen in diese Armutsmühle, chronische Krankheiten. Wenn das Familienmitglieder ereilt hat, war es unmöglich, diesen Kosten nachzukämmen. Es gibt zwar Systeme, aber eine universelle Gesundheitsvorsorge wurde nachgewiesen können. Also das Thema wurde auch aufgegriffen unter den nachhaltigen Entwicklungszielen, aber viele Niedrigeinkommensländer in dieser Post-Covid-Welt haben damit zu kämpfen, dass auch just dieses Problem, dass Getreidepreise in die Höhe gegangen sind und Ölpreise hochgegangen sind und ansonsten Ungleichheit. Man muss berücksichtigen, ja, im zweiten Themenblock werden wir das hier besprechen und ungleicher Zugang zur Gesundheitsvorsorge, zu Impfungen etc. Das kann nicht individuell gelöst werden. Also die Länder, die eh schon kämpfen über einen gleichberechtigten Zustand, sie sind angewiesen auf weltweite Solidarität. In der Pandemie hat sich das als schwierig
erwiesen. Und öffentliche Güter müssen insgesamt für allen zugänglich sein. Und zu Anfang 2020 wurde darüber gesprochen. Wir brauchen dort eine finanzielle Unterstützung. Das war klar zu sehen zu Beginn der Pandemie. Die Realität hat gezeigt, dass es nicht genügend Unterstützung gibt von den großen Akteuren. Ein Modell aus der Modell, das auf Barmherzigkeit beruht, das wird keine Abhilfe schaffen und es kann nicht nur allein eine Spendenaktion sein, wie auch diese COVAX-Initiative. Die öffentlichen Behörden müssen das sicherstellen, dass gleichberechtigter Zugang besteht zu den Ressourcen. Auch die Pharmaindustrie, die PatientInnen behandelt, muss dort stärker eingezogen werden. Patienten sind keine Kunden. Wenn das weiterhin so vonstatten geht, kann man dort auch zukünftig keine Ungleichheiten überwinden. Soweit von meiner Seite. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Wolf. Wir wollen gerne mit Herrn Sattler weitermachen mit der Frage, wie geht die deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit der globalen Ungleichheit um? Vielen Dank für die Einladung. Und der Film zu Anfang hat mir sehr gut gefallen. Da war klar und deutlich abzulesen, in welche einzelnen Elemente das zu zergliedern ist, wenn man den Gründen für die Ungleichheit auf die Spur kommen möchte. Wir sehen dort keine guten Tendenzen, die sich da abzeichnen innerhalb der Länder. In diesem Land Ungleichheit nimmt zu, ist generell zu beobachten. Und dann ein weiteres Element, das ist die Ungleichheit zwischen den Staaten. In den letzten 10 Jahrzehnten war dort eine positive Tendenz zu bemerken, die sich jetzt jedoch verläuft aufgrund der schwachen Wachstumsrate in Ländern mit einem mittleren Einkommen, mit der Ausnahme von China, aber auch da geht das Ganze zurück. Also wenn man das alles zusammennimmt, dann kommt man zu einer globalen Ungleichheit. Und da können wir sehen, dass zwischenzeitlich 10% der Weltbevölkerung für sich 50% des globalen Einkommens für sich haben. Und das hatten wir schon in der Vergangenheit, zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Und das war die Ursache des Imperialismus. Wir sind letztlich zurückgeraten in diese Zeit. Und das ist stark beunruhigend. Und soweit lautet mein erster Kommentar. Mein zweiter Kommentar in den vergangenen Jahren natürlich, da gibt es spezielle, besondere Faktoren, die noch zusätzlich zu den langfristigen Tendenzen eine Rolle gespielt haben. Zum einen die Covid-Krise, die bereits schon erwähnt worden ist. Darauf kommen wir noch einmal zurück. Und dann auch der russische Krieg, der eine Auswirkung hat, vor allem auf die Ernährungslage in vielen Ländern. Sicherlich hier in den Unterlagen war das zu lesen und es gibt auch weitere Auswirkungen. Und dann der Klimawandel. Es gibt Forschungen darüber. In Stanford beispielsweise wurde herausgefunden, dass es dort Unterschiede gibt zwischen armen, reichen Ländern. 25% wäre das Ganze geringfügiger, wenn es nicht den Klimawandel gibt. Also es hat eine Auswirkung und das ist wahrscheinlich auch nur erst der Anfang. Und dann all diese negativen Tendenzen haben eine Auswirkung
auf die Entwicklungsländern und was die Verschuldung angeht. Das ist inzwischen schlimmer als zu Beginn des Jahrtausends. Es gab einen Schuldenerlass auch für Länder mit einem Mitteleinkommen. Länder mit einem niedrigen Einkommen, da haben wir ein großes Problem. Und wir können das nicht lösen derzeit aus besonderen Gründen, die ich so schnell nicht erklären kann. Was ist der Ausgangspunkt? Was macht die deutsche Regierung? Ich denke, es geht darum, Ungleichheit zu bekämpfen. Das war aber schon immer eine Priorität der deutschen Regierung. Man hat sich dabei auf die Armen konzentriert und dann Ungleichheiten, die die Allerärmsten betrifft, die wurden nicht so stark beachtet, aber es ist letztlich in Verbindung stehend. Aber es gibt empirische Beweise dazu. Wenn man Ungleichheiten in einer Gesellschaft nicht überwindet, dann kann man das Armutslevel nicht zurückbringen. Deshalb ist die Bekämpfung von Ungleichheiten sehr wichtig. Und wie soll die Regierung das hinbekommen? Die Regierung ist jetzt gerade noch relativ neu im Amt, beginnt erst gerade, doch in meinem Ministerium, das natürlich in diesem Zusammenhang eine große Rolle spielt, was uns betrifft. Neue Führungschaft hat hier 5 Prioritäten benannt, Entschuldigung, 4 Prioritäten. Alle stehen eng miteinander in Verbindung, haben just mit diesem Thema eng zu tun. Erstens sind Armut, Hunger, Ungleichheit. Und ich denke, da wird stark der Akzent drauf gesetzt, vor allem auf strukturelle Belange. Es geht nicht darum, hier und da ein bisschen Projekte zu vollziehen, hier und da ein bisschen Barmherzigkeit, hier und da ein bisschen ein Programm durchführen. Nein, es geht darum, das Ganze strukturell anzugehen. Beispielsweise soziales Sicherheitsnetz muss ausgeweitet werden. Mit einigen Ansätzen konnten wir schon sehr gute Erfahrungen machen und Politiken hierzu. Letztlich sind das alles Politikangelegenheiten, egal was man investiert. Wenn die Politiken, die dazu verwendet, nicht angemessen sind, dann führt das zu nichts. Dann Rolle der Frauen in der Gesellschaft. Auch das ist eine strukturelle Sache. Das ist hier die erste Herangehensweise. Zweite Herangehensweise, das betrifft die Transition, diese ganze globale Transformation, Dekarbonisierung der Wirtschaft. In diesem Zusammenhang sollte man die Verletzlichen, die Armen nicht außen vor lassen. Dann globale Gesundheit. Und nicht nur in Bezug auf die Pandemie, sage ich das, sondern ansonsten globale Gesundheitsthemen und dann Politiken zur feministischen Entwicklung. Es geht darum, dieses Thema von Grund auf anzugehen. Also so viel habe ich hierzu anzumerken. Ich kann auch zur G7 gehört ich noch nicht so viel zu sagen. Dieses Gipfeltreffen, Ministertreffen hat ja erst letzte Woche stattgefunden und vielleicht sollte ich jetzt hier innehalten. Wir können bestimmte Punkte noch im Rahmen der Diskussion später aufgreifen. Herr Zattler hat uns jetzt also eine Beschreibung der Ungleichheit gegeben. Das war auf jeden Fall schon mal eine gute Grundlage und wie die Regierung das versucht, strukturell anzugehen. Und dann haben wir für unsere einleitende Bemerkung an letzter Stelle nun gern noch Frau Niewo hören. Wie muss sich die internationale Zusammenarbeit verändern, um die bestehende globale Ungleichheit angemessen zu bekämpfen? Can you hear me now? So, können Sie mich hören? Okay. Sehr gut. Sorry. One of the things that I want to say is that I'm actually not seeing any images. I have, ich sehe leider keine Bilder. Sort of silhouettes. Ich sehe hier nur so ihre Umrisse. Das ist ein wenig schade. I cannot see. Ich kann hören, aber ich kann sie nicht sehen. I want to actually start by also
Ich würde gerne ein wenig zu der Organisation sagen, für die ich hier bin, Fighting Inequality Alliance. Das ist eine globale Bewegung, in der wir versuchen, uns in 35 Ländern zu mobilisieren, um gegen die Konzentration von Macht vorzugehen, die sich in den Händen weniger befindet. Und unser Ziel ist natürlich, ein gerechtes und nachhaltiges System zu erstellen. Wir sind eine Reihe von sozialen Bewegungen, von Grassroots-Organisationen, der Zivilgesellschaft und einzelne Aktivisten. Natürlich vereinen wir auch verschiedene NGOs. Dazu gehören internationale NGOs sowie auch Gewerkschaften, die sich uns anschließen. Und dabei geht es darum, dass unsererseits gewisse Machtstrukturen aufgebaut werden können, um einen Wandel herbeizuführen. Ich werde vielleicht nicht direkt auf die Frage eingehen, sondern einige Dinge sagen. Wir haben natürlich verschiedene Gespräche. Im Rahmen des Weltwirtschaftsforums, das ist tatsächlich fast schon ironisch, wir haben also ein erneutes Zusammentreffen dieses Weltwirtschaftsforums in Davos jetzt in diesen Tagen und die selbsternannten Wirtschaftsführer treffen sich in genau dem gleichen Format, in genau dem gleichen Rahmen nach all dieser Zeit und das ist tatsächlich recht besorgniserregend. Es fehlt an politischer Kohärenz, wenn man sich diese Treffen immer wieder anschaut. Und die Tatsache, dass wir eine solche politische Inkohärenz haben, ist tatsächlich nicht unbedingt förderlich. Auf der einen Seite spricht man darüber, dass man sich Sorgen macht über die Frauen, dass man besorgt ist wegen der Umwelt. Und auf der anderen Seite werden Sparpolitiken erlassen und gewisse Maßnahmen verabschiedet, die natürlich wieder dem Bergbausektor zugutekommen, die dann dieses Problem trotzdem perpetuieren. Selbst vor der Pandemie haben wir schon in diesem Bereich gearbeitet. Wir hatten ja verschiedene Krisen, die Klimakrise, die Wirtschaftskrise, politische Krisen mit dem Extremismus auf der politischen Seite, Rassismus. All diese Themen waren auch vor der Pandemie ja schon von großer Bedeutung und daher eine große Herausforderung für viele Menschen in verschiedenen Ländern weltweit. Die Pandemie, die Corona-Pandemie, hat das natürlich noch verstärkt, da dazu noch eine Gesundheitskrise kam. Und das war natürlich durchaus stark schädigend und hat dazu geführt, was hier von meinen Vorrednern bereits angesprochen wurde. Die einzigen, über die man sprach, die vor dem Bankrott gerettet wurden aufgrund der Auswirkungen der Pandemie, waren zuerst die Menschen im Norden, über die man sprach. Nun sieht man natürlich auch viel mehr Fälle in Indien, in Pakistan, in Bangladesch und so weiter. Und die Vereinten Nationen vermuten, dass eine halbe Million bzw. 8% der Weltbevölkerung zur Auflösung ihres Berufs oder ihres Geschäftsverfahrens gezwungen worden. Und jetzt können wir sehen, dass die Zahlen tatsächlich noch schlimmer aussahen, ganz besonders eben wegen der Verschlimmerung durch die Corona-Pandemie. Millionen Tote. Und nach dem Welternährungsprogramm haben natürlich auch sehr viele mehr Menschen mit Hunger zu kämpfen. Die internationale Organisation sagte, dass 1,6 Milliarden Menschen im informellen Sektor arbeiten. Mehr als die Hälfte der
der Bevölkerung im beschäftigungsfähigen Alter seien ihre Beschäftigungsgrundlage zerstört. Und das bezieht sich darauf, was von den Regierungen getan wird, von den Multinationalen gemacht wird und die sogenannten Entwicklungsbehörden oder Entwicklungsagenturen machen. All das fußt nach wie vor auf einer imperialistischen Herangehensweise, immer unter der Berücksichtigung der vollen Ausnutzung der Ressourcen. Und das bedeutet natürlich eine ganze Reihe von besonderen Herausforderungen für die Menschen im globalen Süden, ganz besonders auf dem afrikanischen Kontinent. Und wenn wir über den globalen Süden sprechen, dann meinen wir den geografischen sowie auch den wirtschaftlichen Süden. Wir sprechen also diese Menschen, die aufgrund dieser Lage verarmt sind, auch wenn sie sich geografisch im Norden befinden. Es ist ironisch tatsächlich, dass wir dies hier als Berlin-Konferenz titulieren. Und wir wissen ja, welche Ursprünge das eigentlich hat. Und wenn man sich dann den Kontinent anschaut und die zuvor unter Kontinentalherrschaft stehenden Länder, dann muss man sich fragen, warum diese Konferenz diesen Namen bekommen hat. Aber sie fand in Berlin statt. Und es gibt Empfehlungen, die dann von den eigenen Regierungen zwar aufgenommen werden, ist das die Ungleichheit eine weltweite Herausforderung ist. Aber das, was wir in Afrika erleben, ist natürlich eine Reflexion der Geschichte, der wirtschaftlichen Strukturen, die wir sehen und die wir auch übernommen haben. Die Entwicklung unseres Kontinentes und auch die Rolle und den Platz innerhalb der weltweiten Wirtschaft. Das heißt, es wird immer noch ein Kolonialgedanke durchgesetzt zum Schaden an der afrikanischen Bevölkerung. Wir befinden uns also in einer Welt, in der Entwicklung und Wirtschaftspolitik, Gesundheitspolitik, jetzt ganz besonders auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie, wo all diese Die Corona-Pandemie hat natürlich diese Ungleichheit noch viel stärker zutage gefördert und viel deutlicher gemacht und hat natürlich auch die gesamten Zusammenhänge weltweit noch stärker verdeutlicht. Von den Testmöglichkeiten bis zur Verfügbarkeit von Impfstoffen. Wer bekommt diese Impfstoffe? Wer darf mit oder ohne Reisebeschränkungen reisen? Und ich möchte Ihnen hier mitteilen, dass ich zwei Reisepässe habe, einen kenianischen Reisepass und einen US-amerikanischen Reisepass. Meine damaliger Ehemann war US-Bürger und dafür, aus diesem Grund habe ich eben diese prioritäre Lage, dass ich den US-Reisepass verwenden kann. Auch da merkt man die starken Unterschiede, denn man ist mit wesentlich weniger Reisebeschränkungen belegt, wenn man den entsprechenden Reisepass bei sich trägt. Also im Rahmen der Corona-Pandemie hat das System so gearbeitet, dass die Ungleichheiten verschärft wurden. Wir haben in Pharmaunternehmen gesehen und Vorstandsmitglieder gesehen, die tatsächlich entschieden haben darüber, wer Zugang bekommt zu den Impfstoffen und wer nicht, und damit entschieden hat, welche Menschen sterben und welche nicht. Es gibt also einen Konsens über die Auswirkungen der Ungleichheiten. Wir brauchen also eine gemeinsame Herangehensweise der verschiedenen Regierungen. Wir sprechen über die nachhaltigen Entwicklungsziele oder Erklärungen, die von Entwicklungsagenturen abgegeben wurden, ganz besonders im Norden. Es gibt natürlich einen Konsens, aber die Herausforderung für uns heute und unserer täglichen Arbeit als Aktivisten ist die Fürsprache dafür, was können wir tun, um den Status quo zu ändern, um das Thema der Ungleichheiten tatsächlich wirklich anzugehen.
Denn es sind immer wieder die am meisten gefährdendsten und die vulnerabelsten Bevölkerungsgruppen, die betroffen sind, um Würde für alle zu erreichen. Dafür kämpfen wir. Gut, ich war gerade am Ende angekommen. Vielen Dank für Ihre einleitenden Bemerkungen. So, wir haben schon gesehen, dass es hier ganz unterschiedliche Perspektiven gibt. Wir freuen uns also auf die Debatte. Wir kommen jetzt zur ersten Diskussionsrunde. Durch das hybride Format möchte ich natürlich erstmal die Podiumsteilnehmer dazu auffordern, ihre Meinung zu äußern. Das darf natürlich auch von unseren online zugeschalteten Podiumsteilnehmern erfolgen. Dann beginnen wir gleich direkt mit dem ersten Block. Wir haben heute schon das Programm vorgestellt und zuerst möchten wir über die globale Umverteilung sprechen. Die erste Frage richtet sich an Herrn Zadler. Im Video haben wir gesehen, dass wir um eine vertikale Ungerechtigkeit sprechen. Und wenn man sich anschaut, wie der Reichtum verteilt ist, dann gibt es eine sehr große Einkommenslücke. Wenn man jetzt sich die nationalen Politiken anschaut, dann ist es vielleicht möglich, eine Umverteilung zu ermöglichen. Wäre das also ein Schritt nach vorn, um diese sehr starken Unterschiede anzugreifen? Ist Ihrer Meinung nach eine direkte globale Umverteilung notwendig oder eher wünschenswert? Ich denke, es wäre schon wünschenswert. Aber was bedeutet das genau? Ja, also das ist natürlich, sind das einmal Transferleistungen der öffentlichen Finanzhilfen. Das ist ODA, das ist also unsere öffentliche Entwicklungshilfe. Das ist auch das, was wir als BMZ bereitstellen. Unser ODA-Haushalt ist doch relativ hoch. Wir sind im Bereich dieser 0,7%. Das ist die internationale Verpflichtung, der wir uns auch verpflichtet haben. Also dieses globale Abkommen oder dieses Einverständnis, dem wir uns alle annähern sollten. Aber das ist natürlich noch nicht genug. Das kann nicht genug sein. Denn wir haben es eher mit einem strukturellen Problem zu tun, das natürlich nicht einfach mit einer reinen Finanzierung angegangen werden kann. Wir müssen daher versuchen, einen Einfluss zu nehmen auf die Finanzströme, um zu schauen, dass die Länder in Entwicklung mehr von diesen Finanzströmen abbekommen. Und da geht es ganz viel um private Kapitalanleger. Und das müssen wir versuchen zu beeinflussen. Und das ist eine lange Diskussion. Und das haben wir natürlich auch versucht haben während unserer G7-Präsidentschaft. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Es geht nicht nur um Finanzierung. Es geht um die richtigen Strukturen. Wenn man sich das eigene Land anschaut und man möchte dort vielleicht den Ärmeren helfen oder diesen ärmeren Bevölkerungsschichten, dann denkt man nicht in erster Linie über die Finanzierung nach, sondern man denkt zum Beispiel darüber nach, wie man Zugang zu Gesundheitsdiensten ermöglichen kann, Zugang zu Bildung. Man denkt darüber nach, wie eine Chancengleichheit ermöglicht werden kann. Und das wird ermöglicht durch einen Wandel in der Politik. Es geht gar nicht so sehr um die Finanzierung, sondern es geht um einen strukturellen Wandel in der Politik. Darauf kommen wir auch noch einmal zu sprechen im zweiten Teil. Da freuen wir uns auch schon auf Ihre Meinung. Vielleicht Herr Arue als nächstes. Sind Sie der Meinung, dass eine internationale Umverteilung notwendig oder wünschenswert ist, um die Ungleichheit zu bekämpfen? Ich denke, ich werde eine recht ähnliche Antwort geben. Ich würde sagen, ja, es ist auf jeden Fall notwendig oder es ist auf jeden Fall wichtig. Deutschland ist dem 0,7%-Ziel schon sehr nah. Das ist auf jeden Fall schon einmal ein erster Schritt. Und die gesamte Entwicklungshilfe auch den ärmsten Ländern
zuzuschreiben, ist auch ein wichtiger Schritt. Aber was wir auch noch brauchen, ist eine Kohärenz. Und ich finde das sehr wichtig. Das ist wirklich ein wichtiges Konzept für uns, die interne Politik und das Ziel der Umverteilung. Es gibt verschiedene Wege, wie diese Umverteilung ermöglicht werden kann. Vielleicht nicht nur eine direkte Umverteilung, sondern die Ausrichtung der Länder auf die Ziele, zum Beispiel bei der Besteuerung. Es gibt natürlich Steueroasen in Europa, das wissen wir alle. Das werden wir, glaube ich, im zweiten Teil der Diskussionsrunde auch ansprechen. Wir wissen auch, dass eine effektive Intervention nicht die Finanzierung ist, sondern dabei geht es darum, dass man den Ländern hilft, die eigenen Ressourcen zu mobilisieren und da eben die Inlandsressourcen angesprochen werden. Und da gibt es gar nicht so viel getan wird. Es gibt die ADIS Tax Initiative, da versucht man Länder eben dazu anzuhalten, mehr Finanzierung bereitzustellen über eigene Besteuerungssysteme, über andere Steuersysteme. Und nur wenige EU-Mitglieder sind Teil der Initiative. Die EU als Ganzes ist gar kein Mitglied der Initiative. Und dann gibt es natürlich auch Praktiken zur Gewährleistung einer Finanzsicherheit. Und damit gibt es immer noch die Möglichkeit, dass das Geld, was aus extraktiven Geschäften gewonnen wird, gewaschen wird und dann sauber in den globalen Norden ausgeführt wird. Man kann natürlich wirklich einen wichtigen Beitrag leisten, ODA kann einen Beitrag leisten. Und es gibt auch noch andere Systeme oder andere Möglichkeiten, wie man eben das Steuersystem der Länder so weit umstellen kann, dass sie förderlicher sind. Das ist noch nicht ausreichend analysiert, auch bei der internationalen Politik. Da weiß man, dass es einen klaren Fokus gibt auf den afrikanischen Ländern, auf den asiatischen Ländern, um das Steuersystem zu verbessern und sich auch die Einkommensstruktur anzuschauen. Also ich glaube, es liegt auf beiden Seiten. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Njehu. Auch Sie würden wir gern fragen, was ist Ihrer Meinung nach oder wie würde eine Umverteilung in einer idealen Welt aussehen? So, da bin ich wieder. Ich muss mich noch die Stummschaltung ausschalten, aber Sie hören mich schon. Dann bin ich anscheinend schon zugeschaltet. Für unsere Allianz ist es so, da haben wir tatsächlich ganz viel über die Besteuerung gesprochen. Das ist unserer Meinung nach ein wichtiger Weg, um sicherzustellen, dass das Reichtum und Ressourcen gerecht umverteilt werden. Und wir möchten mit der Besteuerung Einzelpersonen erreichen. Wir wollen Multinationale erreichen und natürlich auch Länder erreichen. Das ist nicht das erste Mal, dass man das tut oder darüber nachdenkt. Der Marshallplan wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt, um eine solche Umverteilung zu ermöglichen. Damit wurden Infrastrukturen aufgebaut und viele andere Systeme, um alles wieder aufzubauen. Deswegen sind wir der Meinung, dass über Steuersysteme eine Umverteilung sehr gut möglich ist. Und man spricht sehr viel also viel hat sich natürlich getan über den neuerlichen Krieg in der Ukraine, wo man über die Oligarchen spricht, wie man versucht, da gewisse Gehälter einzufrieren. Und in den letzten Jahren haben die Aktivisten für wirtschaftliche Gleichberechtigung darüber gesprochen, wie man ein gewisses Register einrichtet, wo die vermögenden Personen zu finden sind. Es geht gar nicht so sehr darum, sie zu besteuern, sondern erst einmal zu wissen, wie der Reichtum verteilt ist. Darüber kann man Rückschlüsse ziehen über die Finanzströme und wie das gesamte System funktioniert. Wir haben natürlich ein großes Problem mit der Korruption. Viele Finanzierungshilfen finden einfach nicht den richtigen Adressaten, weil sie auf dem Weg verloren gehen. Es ist also wichtig, dass diese Finanzströme besser überwacht werden.
Mbeki, der ehemalige südafrikanische Präsident, sagte, dass man sich genauso anschauen muss, wie viel Geld das Land verlässt. Und das passiert oft, wenn unsere Multinationalen, unsere Großkonzerne keine Steuern bezahlen und versuchen, Steuervermeidung zu betreiben. Das sind alles Finanzströme, die dann vielleicht in Steueroasen enden und letztlich das Land, in dem sie eigentlich landen sollten, benachteiligen. In der Schweiz gibt es natürlich auch solche Fälle. Diese Ressourcen würden dann natürlich wieder freigemacht, wenn man zum Beispiel die Erdölfelder sich in Nigeria anschaut. Das ist ein weiteres Beispiel, wo viel Geld das Land verlassen hat, was eigentlich diesem Land zustürte. An der Côte d'Ivoire, an der Elfenbeinküste, in Ghana, in Sambia. Wir haben viele solcher Beispiele. Herr Zadler, wie reagieren Sie auf diesen Beitrag? Würden Sie noch etwas hinzufügen? Es ist gar nicht so einfach. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es ein strukturelles Problem ist, mit dem wir hier zu tun haben. Und das ist sowohl zwischen den Ländern als auch innerhalb der Länder der Fall. Und ich glaube, das machen wir bereits. Also zumindest während unserer deutschen G7-Präsidentschaft haben wir eine Vorlage gemacht, einen Vorschlag vorgebracht. Dabei ging es darum, dass Entwicklungsländer bessere Möglichkeiten bekommen sollten, diese Steuereinnahmen besser für sich nutzbar zu machen. Zuerst einmal brauchen wir die notwendige Transparenz. Aber die Entwicklungsländer können keinen Nutzen daraus ziehen, was in den OECD-Ländern verabschiedet wurde. Das wäre also ein Ansatz. Wir brauchen natürlich einen internationalen Konsens. Ein weiteres Problem befindet sich aber innerhalb der Länder und auch in unseren Partnerländern. Also rein der Geldtransfer garantiert noch lange nicht, dass wir dann einen nachhaltigen Wandel damit herbeiführen. Also auch die Strukturen innerhalb des Landes stellen uns dafür große Probleme und Herausforderungen. Das ist tatsächlich das größte Problem. Ich bin überzeugt, dass man selektiv mit bestimmten Ländern arbeitet und die Unterstützung zumindest in einigen Bereichen auf solche Länder konzentriert, wo die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind, zum Beispiel im Bereich des Klimaschutzes. Dort müssen wir Länder unterstützen, CO2-Emissionen zu reduzieren. Das ist sehr kostspielig, aber es macht keinen Sinn, dieses Geld Ländern zuzuführen, wo die Grundvoraussetzungen nicht erfüllt werden. Da gibt es überhaupt keine Bestrebungen, das CO2 zu reduzieren. Dort macht es also keinen Sinn. Wir haben jetzt 5 Länder identifiziert. Wir haben mit Südafrika angefangen, wo wirklich eine massive Unterstützung geleistet wird, um solche Maßnahmen zu fördern. Aber wir brauchen das Signal dieser Länder und sie müssen auch erst einmal bereit sein. Und dann kann man wirklich auch Hand in Hand arbeiten. Frau Jehu sprach bereits über die Möglichkeit, wie diese Umverteilung finanziert werden könnte. Und Zadler sprach auch schon darüber, wie der Transferteil dieser Umverteilung umgesetzt werden könnte. Ich würde gerne jetzt die Frage an Herrn Wolf richten. Wie könnte ein gerechtes, globales Gesundheitssystem aussehen? Ein gerechtes Gesundheitssystem. Ja, ich denke, wir haben da folgende Tendenz. Also das muss von unten her aufgebaut werden. Ansonsten macht es keinen Sinn, globale Mechanismen, Gesundheitsversicherung, Ressourcenverteilung, so wie wir das tun, nationalen Level, das dann am internationalen Level zu haben. Andere Länder denken auch über einen solchen Mechanismus nach, also unabhängig eine solche Versicherung sicherzustellen von ihrer
Fähigkeit, dafür zu bezahlen, mit unseren Partnern gemeinsam und just mit lokalen AktivistInnen arbeiten wir zu diesem Thema. Also ein gleiches Gesundheitssystem, Ungleichheiten auszumerzen, das beginnt just da, wo man mit Gemeinschaften zusammenarbeiten und denjenigen, die im Gesundheitssektor sind, die Ressourcen zur Verfügung stellt, ein solches System aufzubauen und Prioritäten für ein solches System festzulegen. Also partizipative Strukturen sind dafür erforderlich. Also diese Systemstrukturen, die müssen ja auch Rechenschaft ablegen, müssen dazu in der Lage sein. Es geht nicht nur um dieses Thema, um diese eine Frage, dass man da in einem finanziellen System ein bisschen Geld herumbewegt. Nein, man muss sicherstellen, dass das Geld auch tatsächlich für die erforderlichen Dinge eingesetzt wird. Und das kann man nur gewährleisten, dass diejenigen, die dann von dieser Umverteilung profitieren, auch wenn das entschieden wird, da mit einbezogen werden während des Prozesses der Entscheidungsfindung. Das ist ein ganz zentrales Element. Also Neuverteilung der Ressourcen allein, das ist nicht ausreichend. Man muss auch die Menschen mit einbeziehen bei den Entscheidungen und Verantwortlichkeiten klar verteilen, damit diejenigen, die das verteilen, dann halt auch rechenschaftspflichtig sind und auch um hier dort ein regulierendes Rahmenwerk zu haben. Auch hier, Frau Saska hat es gesagt, welche Strukturen gibt es? Also all das zusammengenommen und ich denke, das müsste geschehen als ein Bottom-up-Prozess. Also das muss natürlich begleitet werden von konkreten Debatten jeweils in den Ländern. Wie kann man da ein soziales Sicherheitssystem einführen? Und das geht weit über die Gesundheitssysteme hinaus. Hier haben nun alle erwähnt, Geld zu bewegen von einem Ort zum anderen. Damit kann man nicht Ungleichheit begleichen. Herr Zadler hat mir gerne noch gefragt, internationale Kooperation, ist das auch eine Art einfach der Neuverteilung, der Umverteilung? Ich denke, ja, es ist es in der Tat. Aber wissen Sie, für mich persönlich war das nie das Hauptziel gewesen. Denn man sieht es ja ganz klar, diese Beträge, auch wenn alle 0,7% ihres Bruttosozialprodukts als eine Transferleistung zu Schwellenländern geben würden, das würde noch nicht die Probleme lösen. Wir müssen versuchen, die Strukturen zu verändern. Und Geld kann dabei durchaus behilflich sein. Damit kann man Strukturen verändern. Dann haben wir dann einen Multiplikatoreneffekt. Aber wenn es letztlich nur darauf hinausläuft, es klingt jetzt ein bisschen zynisch, wenn ich das so sage, wenn man hier das Geld ein paar armen Leuten übergibt, dann hilft es diesen paar armen Leuten, aber das verändert noch nicht die Struktur. Dann kann man vielleicht 1% der Bevölkerung unterstützen, aber es geht ja darum, dass wir da insgesamt, die denen dabei behilflich sind, einen anderen Pfad einzuschlagen. Also Geld soll dafür dienen, Strukturen zu verändern. Und so muss die Hilfe strukturiert sein, aufgebaut sein. Es gibt Unterschiede, wenn wir uns noch einmal erinnern, in den vergangenen Jahrzehnten, die verschiedenen Ziele, einige Regierungen berücksichtigen diese Dinge und dann Entwicklungszusammenarbeit als Barmherzigkeit, wenn man das so betrachtet, dann letztlich verändert man nichts an den Strukturen. Ja, gut. Wir haben jetzt also festgelegt, globale Umverteilung, ein Mechanismus hierzu wird wahrscheinlich aufgrund der Strukturen allein nicht funktionieren. Wir hätten auch gerne gewusst und vielleicht können wir
Herrn Arouet diese Frage stellen. Wir hätten gerne gewusst, internationale Entwicklungskooperation, wie muss das wirken, um globale Ungleichheiten beizulegen? Wir sind uns alle einig, also ja, diese offizielle Hilfsleistungen spielen eine Rolle und das kann auf verschiedene Arten und Weisen eine Auswirkung haben, um eine systematische Veränderung herbeizuführen. Wir würden das gerne immer in Zusammenhang setzen mit den wirtschaftlichen Strukturen. So können wir das aus einer systemischen Perspektive her angehen. Also Wirtschaftsstrukturen sehen wir im Norden, im Süden. Wir sehen, wie da nachhaltige Praktiken weiterhin fortgesetzt werden. Beispielsweise gibt es die europäische Ebene. Da gibt es einen starken Konsens. Sozialwirtschaft ist nicht nur einfach ein Nice-to-have in unserem Wirtschaftssystem, sondern es sollte der normale Standard werden. Und auf der europäischen Ebene haben wir keinen Aktionsplan dazu, um dort entsprechende Modelle zu fördern. Also da sollten all diese Umwelt-Sozialziele auch mit einbezogen werden. Und Beziehungen EU und Afrika, da gab es ein Gipfeltreffen im Februar zwischen der EU und der Afrikanischen Union und Diskussionen. Da geht es erst einmal um traditionelle Geschäftsmodelle. Man muss sich anschauen, wie lauten die Business, die Geschäftspraktiken, die letztlich ein Hindernis sind, um in Afrika dort eine nachhaltige Entwicklung hinzubekommen. Also ein Weg, internationale Kooperationen, wie das mitbehilflich sein kann, um Ungleichheiten zu bekämpfen. Es ist halt die Unterstützung solcher alternativen Geschäftsformen, solcher alternativen Wirtschaftsmodelle, nachhaltige, inklusive Geschäftsmodelle, die wollen wir fördern. Und wollen sagen, wie EU-Mitgliedstaaten solche alternativen Modelle fördern können. Wir arbeiten auch mit der EU-Delegation in Partnerländern zusammen. Es geht darum, hier in Partnerländern solche Systeme umzubauen, also Kooperation soll behilflich sein, dass ein Modell entstehen kann, das einen Beitrag leistet zur nachhaltigen Entwicklung in anderen Ländern. Insgesamt gehen wir davon aus, also wenn man wirtschaftliche Tätigkeit erst einmal lokalisiert, dann schaut, wir haben ein neues Instrument und wir hoffen, dass die Länder da kohärent ihren Ehrgeiz teilen, dass eben eine Rechenschaftspflicht in der Lieferkette besteht, ob Sozial- und Menschenrechte berücksichtigt werden. Wir hoffen, dass dadurch mehr Ausgleich geschaffen wird, also internationale Regulierungen spielen hierbei eine Rolle. Und so insgesamt können wir Wirtschaftsstrukturen hinterfragen. Das ist letztlich für uns der Hebel, um das System zu verändern und um Ungleichheiten zu bekämpfen. Die Zeit schreitet voran. Ich möchte nun kommen zur ersten Q&A-Runde und würde kurz das Publikum daran erinnern, wenn Sie Fragen haben, bitte einfach bei Zoom in die Fragenfunktion eintragen, auch kurz eine Zusammenfassung hier des ersten Teils, damit das für alle noch einmal von Nutzen ist. Zu Beginn des Nachmittags haben wir über Ungleichheiten gesprochen. Man merkt immer mehr, es ist ein wichtiges Thema. Also Nachhaltigkeitsziele wurden deshalb definiert. Reduzierung der Armut, damit kann man nicht zugleich die Ungleichheit bekämpfen. Dennoch, es geht darauf, sich zu konzentrieren. Wir versuchen, globale Ungleichheiten herauszuarbeiten in unserer Diskussion. Der erste thematische Block, da ging es halt um globale Umverteilung
und internationale Kooperation. Wir haben uns auch die Frage gestellt, inwieweit Ihnen hier in diesem Zusammenhang eine Rolle zukommt. Und jetzt in den kommenden 20 Minuten würden wir gerne öffnen, um Fragen vom Publikum zuzulassen. Also bitte erst einmal die Fragen zu dem ersten Themenblock, also die globale Umverteilung, stellen. Und Felix würde ich gerne auch auf die Bühne bitten, denn er moderiert hier die Fragen- und Antwortrunde. Vielen Dank. Ach, ich habe noch gar nichts gemacht. Guten Tag. Bevor wir zu den Fragen kommen, würde ich hier mit einer Frage aus dem Online-Publikum beginnen. Frau Giudio, nationale Unternehmen, haben Sie gesagt, sie zahlen nicht die Steuern, die eigentlich zu zahlen wären. Und so wird dem afrikanischen Kontinent der Reichtum vorbehalten. Was sollten die Unternehmen zahlen? Was würde zu einem Ansteigen des Lebensstandards in der Bevölkerung führen? Wenn weiterhin, was dann aber die Inkompetenz bleibt der Länder, der afrikanische Kontinent, sollte er nicht seine Regierungsinstitutionen verbessern, selbst dafür Sorge tragen, dass nicht alles bei einer korrupten Elite versickert? Das wäre so die erste Frage. Frau Giohi, wir hören Sie gerade nicht. Soll ich antworten an Ihrer Stadt? Nee, sie spricht ja schon, nur können wir nicht hören, was sie sagt. Jetzt können Sie mich hören? Okay. Gut. Also ich denke, es ist nicht entweder oder dass wir, es gibt dort so einen Sinnspruch, perfekt ist der Feind von gut genug. Was wir tun müssen, ist, uns darauf zu konzentrieren. Also müssen die Systeme einführen. Korrupten Regierungen müssen wir das Handwerk legen. Aber wir machen ja eigentlich auch schon beides. Und wenn ich hier darüber rede, es gilt, Ungleichheiten zu bekämpfen. Es gibt Bewegungen, Organisationen arbeiten darüber, um die Rechenschaftspflicht der Regierungen zu entwickeln, also von der nationalen Ebene bis hinunter zur Gemeindeebenen oder also von ganz oben bis nach unten hin. Es ist nicht entweder oder. Also wir müssen bei uns alles in Ordnung bringen zu Hause. Und dann geht es auch um die Besteuerung von multinationalen Unternehmen. Natürlich müssen sie ihre Steuern bezahlen. Natürlich müssen sie zahlen, was sie verpflichtet sind zu zahlen. In Bezug auf das Gespräch, was wir geführt haben, politische Kohärenz. Wir brauchen auch eine Politik zu fairem Handel. Wir brauchen ein System, das es dem Afrika, dem globalen Süden insgesamt ermöglicht, dass wir einen fairen Preis für uns erzielen können. Und ferner, ich höre hier auch, also es ist jetzt vielleicht nicht zur Sprache gekommen, oft aber höre ich über das Thema Korruption, das gäbe es nur bei den Regierungen in unseren Ländern. Aber hier Steuerhintergehung, also sie bringen das in anderen Ländern, in anderen Ländern, wo es Banken gibt, die sowas verdunkeln. Also das sind aber Banken, die sind eher im Norden. Wir müssen multinationale Unternehmen besteuern. Das kann nicht sein, dass sie hier die Ressourcen für sich behalten und wir Armut haben. Wir müssen Korruption bekämpfen in unserem Land. Wir müssen unsere Regierung zur Rechenschaft verpflichten. In Kenia beispielsweise, die schweizerische Regierung haben wir verpflichtet, hier klar zu zeigen, wo das Geld hingeflossen ist und das aufzudecken, wo Personen Geld unterschlagen haben, zu zeigen, wo es denn liegt auf Schweizer Bankkonten. Ich will nur hier das klar und deutlich
sagen, es ist nicht entweder oder, was passiert ist, also Besteuerung multinationaler Unternehmen. In vielen Ländern wurde das nicht so durchgeführt, wie es hätte durchgeführt werden müssen. Eine weitere Online-Frage ist hier noch eingegangen, die gut passt zur ersten. Auch Frau Jihu und Herr Zattler sind erneut gefragt über Strukturen, die sich verändern müssen, haben wir viel gehört. Und hier unser Online-Gast möchte gerne wissen, welche Schlüsselstrukturen verändert werden müssen, um globale Ungleichheiten auszumerzen. Vielleicht kann Herr Zattler darauf antworten. Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, vom Prinzip her denke ich, die Politiken, die Strukturen sollten effizient sein, aber auch zugleich inklusiv, damit man Armut, Ungleichheit reduzieren kann. Das beide, also man braucht dort Effizienz und Inklusivität. Und dann kann man viele Dinge bewerkstelligen, kann kooperieren im Entwicklungsbereich. Und vielleicht in Bezug auf diesen Punkt würde ich gerne sagen, es geht hier nicht nur um das Thema Korruption. Also wenn man Geld an ein Land vergibt, natürlich, wenn es da ein hohes Niveau an Korruption gibt, dann hat man da ein Problem. Es gibt aber auch andere Themen. Wenn hier die Wirtschaftspolitiken nicht inklusiv sind, wenn man da den Eindruck nur hat, es gäbe keine Korruption, aber das Wirtschaftssystem deines Partnerlandes ist dennoch nicht wirklich darauf konzentriert, den Armen zu helfen, soll man dann eine Kompensierung leisten. Und die Institutionen sind auch sehr schwach in einem Land. Es ist dann nicht nur Korruption, sondern es gibt das Problem von schwachen Institutionen. Es gibt zum Beispiel kein Steuersystem in einem Land. Man gibt dem Land Geld und das Land hat aber keinerlei Möglichkeit, Steuern zu erheben. Dann sollte man vielleicht dem Land nicht so viel Geld geben, sondern eher in technische Kooperation investieren. Oder die Politiken sind nicht wirklich angepasst. Also unser Entwicklungsklimageld, wenn wir das einsetzen wollen, um die Dekarbonisierung voranzutreiben, sollen wir das dann Ländern geben, die nicht überzeugt sind, dass die Dekarbonisierung eine Priorität und zugleich eine Chance ist. Also dann folgt hier keine klare Anpassung der Ziele. Es geht hier halt nicht nur um Korruption, wie man das erst einmal annehmen könnte. Darf ich noch etwas hinzufügen? Ja, bitte. Gut. Ich bin mit vielen von dem, was vom vorangegangenen Redner gesagt wurde, einverstanden. Es gibt Dinge in den Organisationen, in denen ich gearbeitet habe, viele Jahre lang zum Themen für Steuergerechtigkeit beispielsweise, die Beziehungen zwischen Ländern, innerhalb von Ländern, fairen Handel, Handelsregeln zu haben im Covid-Zusammenhang. Beispielsweise, da gab es diese Chips-Waiver, damit Indien, Südafrika, Brasilien die Möglichkeit haben, Covid-Impfungen zu erzeugen, also dass die Patente kurz aufgehoben werden, damit man die kostengünstiger produzieren kann. Und ja, also entweder handeln die Länder das aus, dann gibt es den Paris-Club, Geldgeber-Club. Sie haben sich versammelt, diesem Paris-Club gehört auch Deutschland. Die Regeln, die hier gelten, verbieten es den Kreditgebern für zusammen zu verhandeln. Sie müssen dort sich zusammenfinden und die, die Geld auslehnen wollen, haben keine Struktur, kein Gremium, wo sie sich zusammentun können, um zu verhandeln.
also die Kreditgeber ja, die die Geld entleihen wollen, nicht. Und wenn wir über Schulden, über Schuldenerlass sprechen, die Strukturen hierzu sind nicht fair ausgestaltet und es ist einfach nicht gegeben, dass hier ein Level Playing Field besteht. Ich weiß nicht, welches Land, Deutschland, andere Länder gehören hinzu. Es gibt Korruptionsindizes. Ich wüsste nicht, welches Land der Welt es wäre, wo es keinerlei Korruption gibt. Es ist nicht nur ein Problem des globalen Südens. Ich denke, wir müssen das anerkennen. Und dann, wir müssen Korruption hier nicht so als ein Ausschlusskriterium verwenden. Also Korruption ist ein Problem, das besteht. Ich denke, der vorangegangene Redner hat es auch gesagt und ich bin vollkommen einverstanden. Es müsste Politiken geben. Da geht es um die Armutsbekämpfung, um die Bekämpfung von Ungleichheiten. Wir wissen über diese Politiken, wenn wir uns die Länder anschauen, die wenigsten Ungleichheiten haben. Wir wissen, öffentliche Systeme, Wasserversorgung, Bildung, Zugang zur Wohnung, zur Sicherheit hängt damit zusammen. Wenn wir mit diesen Bereichen anfangen, also man muss ein Mindestlevel haben. Was können wir tun, um Armut zu bekämpfen und Ungleichheiten zu bekämpfen? Es kann sein, dass dann welche fragen, warum machen ihre Länder nicht dies und jenes, um hier Maßnahmen zu ergreifen? Und es mit den Verschuldungen zum Beispiel. Es gibt Maßnahmen, die werden auferlegt durch die Weltbank, vom IWF und von den Entwicklungspartnern. Vielen Dank. Eine Frage hier aus dem Publikum, das im Saal versammelt ist. Gibt es Fragen hier aus dem im Saal versammelten Publikum? Bitte sehr. Mikrofon kommt zu Ihnen. Bitte sagen Sie Ihren Namen, sagen Sie, wer Sie sind und an wen Sie sich wenden wollen auf dem Podium. Melissa Schawai ist mein Name und ich würde gerne noch mal eine Anschlussfrage stellen zu dem, was gerade besprochen wurde. Also vielleicht noch mal an Dr. Zeidler. Sie sagten, dass man mit Geld allein natürlich keine Strukturen verändern kann und dass es durchaus sehr viele Herausforderungen gibt, wenn Ziele nicht ausgerichtet sind in den verschiedenen Partnerländern. Schaut sich dann das BMZ und die deutsche Regierung dann auch diese Handelsabkommen und genau eben diese ganzen Themen an, die wir hier in Deutschland beschließen? Und schauen Sie sich dann unsere Ziele an, ob diese tatsächlich auch miteinander ausgerichtet sind? Dann braucht man vielleicht diese ganzen anderen Verhandlungen nicht mehr. Das könnte vielleicht auch intern eine effektivere Herangehensweise sein. Das wäre meine Frage. Ja, wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Und das ist zumindest das, worauf unsere Bemühungen abzielen, dass man tatsächlich auch mit unseren Zielvorgaben tatsächlich einen Einfluss macht und dann seitens der deutschen und EU-Politik dort einen Beitrag leisten kann. Ein wichtiger Punkt ist diese steuerliche Zusammenarbeit. Ein weiterer Punkt wäre vielleicht internationale Handelsabkommen mit der WTO. Da gibt es vielleicht auch ein deutsches System der Präferenzen, dann wäre es vielleicht nicht ganz so unsinnvoll, sich da auch zu schauen, ob es dann auf die Zielländer ausgerichtet ist. Und wir müssen natürlich trotzdem erst einmal in diesen Dialog gehen. Wir sind natürlich nur ein kleiner Teilbereich der anderen Abteilungen. Wir müssen uns anschauen, was das Wirtschaftsministerium dazu sagt, das Finanzministerium natürlich. Und das ist oft gar nicht so leicht, da unsere Position durchzuboxen. Und oft fehlen uns natürlich auch die Kapazitäten innerhalb des eigenen Ministeriums. Und dadurch ist es so, wenn wir 10 Milliarden Euro in das Entwicklungsprogramm stecken,
dann ist es schwierig, tatsächlich auch alle verschiedenen internationalen Strukturen mit zu berücksichtigen. Die wären vielleicht tatsächlich relevant, aber wir arbeiten da ziemlich fokussiert und zielgerichtet. Vielen herzlichen Dank. Es ist jetzt schon kurz nach halb fünf. Ich sehe jetzt keine wirklich weiteren Fragen hier im Publikum, deswegen gebe ich mal das Wort zurück an Carmen. Ton. Jawohl, vielen Dank, Felix. Damit haben Sie jetzt auch Ihre rechtmäßige Pause verdient. Svenja und David machen dann nach der Pause weiter, und zwar um Punkt 5 Uhr. Also genießen Sie Ihre Pause.
Wir hoffen, dass Sie eine gemütliche Pause hatten und jetzt kommen wir zurück zum zweiten Teil unserer Diskussionsrunde. Wie Sie sehen, hat sich das hier alles ein wenig verändert. Wir beide, also Svenja Sender und David Pücker, wir machen gemeinsam hier die Moderation. Nochmal kurz zur Rekapitulation. Wir haben also kurz vom SLE-Time eine Definition der Ungleichheiten bekommen. Dann haben unsere Podiumsteilnehmer geschaut, wie man Ungleichheiten angehen könnte und welche Kooperationen dazu beitragen können. In der zweiten Hälfte unserer Diskussionsrunde wollen wir uns anschauen, wie international tatsächlich das Thema angegangen wird. Und wir schauen uns diese fernen Wirkungen weltweit. Danach werden wir das wichtigste Beispiel für globale Ungleichheit vorstellen. Das ist natürlich der Zugang zu Covid-19-Impfstoffen im globalen Süden. Dazu wird es zwei Diskussionen zwischen unseren Podiumsteilnehmern geben, einen kurzen Input und dann eine weitere Fragerunde mit dem Publikum. Wer online zugeschaltet ist, kann hier wieder über die Zoom-Funktion Fragen stellen und die Zuhörer hier in der Stiftung können natürlich auch ganz direkt Ihre Fragen persönlich stellen. Wir beginnen nun mit der ersten Diskussionsrunde. Damit übergebe ich an David. Ja, vielen herzlichen Dank, Svenja. Auch von mir herzlich willkommen bei uns. Ich würde nun die erste Frage dieses Diskussionsblocks direkt an Frau Nyehu richten. Da die heutige globalisierte Welt in hohem Maß miteinander verbunden und abhängig ist, denken Sie, dass der globale Norden eine Verantwortung hat zu berücksichtigen, in welcher Weise sich das Handeln auf den globalen Süden auswirkt? Yes. Können Sie uns hören? I think the question is whether the impact is negative or positive. Also je nachdem, ob der Beitrag negativ oder positiv ist. Covid hat uns auf jeden Fall gezeigt, dass wir alle sehr stark miteinander vernetzt und verbunden sind. Und es gibt mögliche Möglichkeiten, in denen unsere Realitäten und unsere Schicksale fürs Gute oder zum Schlechten miteinander vernetzt sind. Und dadurch haben wir eine sehr direkte Auswirkung aufeinander, je nachdem, was wir tun. Ob es um die Entscheidungen auf politischer Ebene geht, ob es die Krankheiten sind, Handel, all diese verschiedenen Teilbereiche verbinden uns sehr stark. Und dann haben wir natürlich immer noch unsere Geschichte, unsere koloniale Geschichte, die postkolonialen Beziehungen zwischen unseren Kontinenten, je nachdem, wer von wem kolonialisiert wurde. Das hat natürlich starke Auswirkungen auch auf die Aufklärung, auf die Bildung. Das hat wiederum eine Auswirkung auf die Handelsbeziehungen und andere Beziehungen. Je nachdem, wie eng man da miteinander verstrickt ist, hat das natürlich auch viel direktere Auswirkungen. Das heißt, es gibt definitiv eine Auswirkung, ob nun positiv oder negativ. Und was ich kurz noch ansprechen möchte, ist die Klimakrise, die uns natürlich alle gleichermaßen betrifft. Ob das nun extreme Wettervorkommnisse sind oder natürlich auch die daraus schlussfolgernden humanitären Krisen, die Immigration, das Problem der weltweiten Migration und verschiedene Entscheidungen auf politischer Ebene, die damit wieder dann zusammenhängen für die Länder, die eben Flüchtlinge aufnehmen. Wir sind also sehr stark miteinander verbunden. Die nächste Frage richtet sich an Dr. Wolf. Als medizinischer Experte möchte ich Sie gerne fragen, wie sich aus Ihrer Sicht die Gesundheitssysteme im globalen Süden durch Maßnahmen in anderen Ländern beeinträchtigen lassen. Ja, natürlich gibt es da eine Wechselwirkung, keine Frage. Ich glaube, die schwerwiegendsten Gespräche, die wir geführt haben und die wir weiterhin führen, sind Fragen zu verschiedenen Solidaritätsmodellen in solchen Gesundheitskrisen wie in jener, in der wir uns gerade befinden. Und dabei geht es auch wieder um die Umverteilung. Und wenn wir das tatsächlich ernst nehmen und sagen, wir sind ja nun alle bedroht,
sind wir dann wirklich auch in der Lage und bereit, die Ressourcen unter allen gleichermaßen aufzuteilen und sie allen zugänglich zu machen? Die Umverteilung von Wissen und der Zugang zu den entsprechenden Hilfsmitteln, um diese Gesundheitskrisen zu überwinden, bedeutet natürlich auch, dass wir nicht für uns allein entscheiden können. Und das ist so ein bisschen das, was man beobachten konnte und was sicherlich auch einen Einfluss auf unsere Debatte hat, die wir für die globale Politik derzeit vorfinden, dass Länder des globalen Südens das Gefühl hatten, dass gerade in diesem Moment, wo die Ressourcen eben sehr knapp wurden, reden wir über Masken, reden wir nicht unbedingt über Impfstoffe, sondern vielleicht erst einmal der Zugang zu Diagnosetests und dann später natürlich auch der Zugang zu Impfstoffen hat gezeigt, dass wenn wir uns in einer solchen Krise befinden, jedes Land dann doch ein wenig mehr auf die eigenen Interessen bedacht ist und gar nicht so die internationalen Beziehungen im Blick hat. Also diese globalen Güter werden zwar auch in Konferenzen angesprochen, aber letzten Endes schaut dann doch jeder lieber wieder auf seine eigenen Interessen. Und diejenigen, die dann eben die tieferen Taschen haben und die besseren Ressourcen oder den besseren Zugang zu den Ressourcen haben, gehen natürlich quasi als Gewinner aus der Situation hervor. Und man kann sich dann sicherlich in einer solchen Situation auch ein wenig betrogen fühlen, auch wenn das vielleicht ein recht hartes Wort ist. Was können wir oder was können wir tun, um wirklich global auf solche globalen Herausforderungen zu finden? Also wie können wir global darauf reagieren? Das sind natürlich Tendenzen, die man erst einmal national angeht. Wie kann man das also international gestalten? Also eine globale Lösung, das ist vielleicht eine gute Überleitung zu Herrn Sattler. Da die heutigen Ungleichheiten zumindest teilweise noch auf die Kolonialzeit zurückgeht, Frau Niu hat es auch schon verschiedentlich angesprochen und in der Vorveranstaltung haben wir es auch gesehen, ist dann die Berücksichtigung von Fernwirkungen auch eine Frage vielleicht der historischen Verantwortung, die wir haben, also unserer historischen Verantwortung in diesem Zusammenhang. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage wirklich verstanden habe. Das heißt, diese Strukturen, die vielleicht immer noch fortbestehen aus der Kolonialzeit, ob diese Strukturen immer noch heute eine Rolle spielen? Ist es das, was Sie wissen wollen? Durchaus denke ich, dass es da noch lang anhaltende Auswirkungen gibt. Es gibt ja immer noch eine gewisse Fortführung. Ein Merkmal ist es vielleicht diese alten kolonialen Beziehungen, dass es dieses Machtgefälle gibt. Es gibt natürlich Länder, die in einer anderen Machtposition sind. Sie haben mehr Gewicht auf der politischen Bühne. Sie können Institutionen auch international besser für sich nutzen als vielleicht die ärmeren Länder. Die Situation besteht durchaus. Wenn wir jetzt also über Probleme in Entwicklungsländern sprechen, dann hat es immer diesen Anschein, wir helfen diesen Ländern. Und das erzeugt natürlich ein Ungleichgewicht. Aber es ist auch ganz schwer, aus diesem Dilemma herauszukommen. Denn eine bedingungslose Hilfe ist sicherlich nicht immer unbedingt die Lösung. Und den Ländern zu diktieren, was sie zu tun haben, ist ebenso wenig eine Lösung. Man muss also irgendwie einen Mittelweg finden. Und ein Ansatz wäre vielleicht, dessen, was ich auch vor der Pause schon erwähnte, dass man sich einfach genauer anschaut, wo die Partnerländer tatsächlich selbst ein Bestreben haben, sich in die Richtung zu bewegen, wo wir gemeinsame Interessen teilen. Und dass man diesen Weg dann zusammen beschreitet. Denn
Dort hat man den gleichen Ansatz. Man kommt so ein bisschen aus diesem Teufelskreis des patriarchalen Ansatzes, dass man eben diesen Ländern hilft, sondern dass man da tatsächlich gemeinsam herangeht und partnerschaftlich diesen Weg beschreitet, die gemeinsamen Ziele verfolgt. Und ich glaube, das ist vielleicht ein guter Weg, aber es ist trotz allem nicht einfach. Kann ich da vielleicht noch einmal eine Anschlussfrage stellen? Sie sprachen über Länder, die ja selbst viel Initiative zeigen und die engagiert sind, sich in eine ähnliche Bewegung, in eine ähnliche Richtung zu bewegen. Sind dann also die Verknüpfung mit bestimmten Bedingungen auch notwendig oder ist das vielleicht veraltet oder gar nicht mehr unbedingt zielführend? Na, Bedingung ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber man würde tatsächlich dort noch einmal das Angebot machen und dort schauen, wo eine solche gemeinsame Ausrichtung von Zielen vorliegt. Dann entscheidet man sich für eine Zusammenarbeit. Aber es gibt natürlich gewisse Richtwerte und die Frage ist immer, was machen wir damit? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Letztes Jahr im September war ich in Südafrika mit drei weiteren Vertretern von Ländern. Das war die sogenannte G4, Frankreich, Großbritannien, die USA und Deutschland. Und wir haben auch die EU mit eingeladen. Und wir waren in Südafrika, da wir das Signal erhalten hatten, dass man gern mit uns zusammenarbeiten würde, um die eigenen Ziele zur Dekarbonisierung voranzutreiben. Und dann haben wir versucht, einen gemeinsamen Ansatz zu finden. Der erste Schritt wurde also unternommen. Man sagte, man würde ein beschleunigtes Verfahren anstreben. Und wir unserer Seite machten das Zugeständnis, 8,5 Milliarden Euro bereitzustellen, damit das auch verwirklicht werden kann. So, was ist jetzt passiert oder was machen wir, wenn einer der beiden Parteien die Verpflichtung nicht einhält? Dann sollte es natürlich eine gewisse Bindung an Bedingungen geben, eine Konditionalität. Sollte die Verpflichtung nicht erfüllt werden, dann können wir also eben natürlich auch diese Finanzmittel nicht bereitstellen. Das wäre dann die logische Konsequenz. Vielleicht noch mal eine Frage an Sie, Herr Arua. David sagte, ja, wir sprachen über den Fortbestand von kolonialen Beziehungen. Denken Sie auch, dass die internationalen Beziehungen noch auf historischer Verantwortung beruhen? Das würde ich schon sagen, denn man sieht ganz besonders in den Beziehungen zwischen Europa und Afrika, das ist natürlich eine gewisse Priorität oder war eine Priorität. Da gibt es durchaus noch gewisse Abhängigkeiten, wie auch vom Vorredner gesagt wurde. Das Gipfeltreffen zwischen der EU und der Afrikanischen Union konzentrierte sich auch so ein bisschen auf die traditionellen Geschäfte. Und wir wissen, dass einige EU-Unternehmen nach wie vor sehr aktiv sind in Afrika mit Geschäftspraktiken, die man nicht unbedingt als inklusiv oder nachhaltig betrachten könnte. Und das führt natürlich ein System fort, in dem natürlich Ressourcen ausgebeutet werden, wo man eine gewisse Abhängigkeit kreiert zwischen den europäischen Unternehmen. Und das könnte man durchaus als neokolonial bezeichnen. Und wir als NGOs haben auch viel Arbeit zu tun, denn wir gehören derselben Geschichte an. Man hat auf diesen patriarchalischen Ansatz und es gibt dort durchaus viel Willen, das selbst zu erkennen, in unseren eigenen Arbeitsweisen zu erkennen, inwieweit dort neokoloniale Ansätze verfolgt werden. Ich glaube, es geht da auch sehr stark, also es betrifft nicht nur Regierungen, sondern auch unsere NGOs. Ich glaube, wir müssen eine neue Logik der Partnerschaft erdenken. Wir sprachen über die Beziehung zu unseren Partnern in verschiedenen Regionen, wenn wir direkten Kontakt zu ihnen pflegen und dann dort auch versuchte, andere Partner in anderen Regionen zu unterstützen. Wir führen sehr viel Arbeit aus, dass die Zivilgesellschaften in Afrika
durchaus Mitspracherecht haben auf dem Gipfeltreffen zwischen der EU und der AU. Es gibt ein grundlegendes Ziel, wo eben öffentliche Hilfsgelder tatsächlich auch vor Ort noch einmal konsultiert werden, also dass Entscheidungen vor Ort getroffen werden über die Verwendung dieser Finanzhilfen. Und wenn wir das Prinzip niemanden zurückzulassen anwenden möchten, dann müssen wir natürlich auch gewährleisten, dass jene, die am besten wissen, worum es geht und was die Hindernisse zur vollständigen Gleichheit sind in den Partnerorganisationen, dass sie tatsächlich auch an den Lösungen teilhaben können, die wir gemeinsam finden wollen. Es gibt also durchaus eine große Aufgabe unsererseits. Das betrifft alle gleichermaßen. Und man muss immer wieder gewährleisten, dass wir auch jenen eine Stimme verleihen, die wirklich vor Ort diejenigen sind, die am besten wissen, was hilft. Ja, vielen Dank an Herrn Arua. Ich würde mich vielleicht gerne noch kurz auf ein Thema konzentrieren, das zuvor bereits angesprochen wurde. Da war die Sprache von fehlender Kohärenz. Wir haben noch einmal zwei Fragen für Herrn Zattler und auch an Frau Njehu. Die interne oder die Binnenpolitik des globalen Süden, globalen Nordens kann die Ungleichheiten verstärken, indem sich hauptsächlich auf die nationalen Interessen konzentriert wird, während die internationale Entwicklungszusammenarbeit die Symptome dieser Ungleichheiten bekämpfen möchte. Sind Sie der Meinung, dass das ein Fall von fehlende Kohärenz wäre? Wie würden Sie auf diese Menschen reagieren? Darüber sprachen wir in der letzten Sitzung, wenn es um strukturellen Wandel geht, auch aus Regierungsperspektive macht es sicher oft keinen Sinn und sicherlich auch aus dieser Geberperspektive einfach den Schaden zu kompensieren, Schaden, der von europäischen Kollegen in einer anderen Abteilung verursacht worden. Das heißt, das BMZ, also das Ministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit, versucht auch, Politiken herauszustellen, die von anderen Abteilungen erdacht wurden, die vielleicht eine negative Auswirkung auf diese Partnerländer haben könnten. Da gibt es eine ganze Vielzahl von Beispielen. Wir haben natürlich nur limitierte Kapazitäten. Ich sprach zuvor über die steuerliche Zusammenarbeit. Und wir sprechen auch mit den anderen Abteilungen über eine mögliche CO2-Besteuerung, Carbon Border Adjustment Mechanism. Das ist eigentlich in der Sache, also im Grunde eine gute Sache, aber das könnte natürlich starke Auswirkungen auf diese Länder haben, da man dann ihrerseits sehr hohe Steuern zahlen muss. Deswegen muss man natürlich überlegen, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, diese Steuern so auszulegen, dass diese Benachteiligungen auf die Länder eben nicht stattfinden. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu bewältigen. Und wie verhält es sich mit den anderen Abteilungen? Können Sie sich da Gehör verschaffen? Hören Sie ihnen denn zu, wenn Sie darauf hinweisen? Ja, manchmal funktioniert es. Es ist natürlich ein Kampf und das ist durchaus auch gerechtfertigt. Denn man hat natürlich verschiedene Ziele, die man verfolgt in den einzelnen Abteilungen. Man möchte natürlich den eigenen Markt schützen. Denn sonst findet die Karbonisierung nicht statt. Das ist natürlich ein gerechtfertigtes Ziel, aber es ist trotzdem auch gerechtfertigt zu sagen, dass man sicherstellen möchte, dass Länder wie zum Beispiel Serbien oder Mosambik, dass man dann wiederum eine Auswirkung auf diese Länder erwirkt. Es ist durchaus alles gerechtfertigt. Man muss diese verschiedenen Interessen gegeneinander abwägen. Und mein Ministerium hat bei diesen Gesprächen oft nicht das notwendige Gewicht. Wir sind
kein sehr starkes Ministerium. Die starken Ministerien sind natürlich das Finanzministerium, das Wirtschaftsministerium. Da hat die Stimme natürlich ein bisschen mehr Gewicht als das unsere. Deswegen versuchen wir, uns auf die wirklich wichtigen Themen zu konzentrieren. Herr Arruhe, Sie sprachen auch über die fehlende politische Kohärenz auf europäischer Ebene. Was sind Ihrer Meinung nach die nächsten Schritte, um sicherzustellen, dass den Verpflichtungen auch Taten folgen? Das ist natürlich ein schwieriger Bereich. Auf Regierungsebene ist es nicht so, dass wir natürlich nicht homogen das Gleiche denken. Da gibt es natürlich auch sehr viele interne Diskussionen, um die entsprechenden Entscheidungen zu treffen. Und Lobbyarbeit muss gemacht werden innerhalb der verschiedenen Ministerien. Von daher sind wir natürlich durchaus löblich, wenn es um diese Kohärenz geht, wie gerade angesprochen wurde. Wir haben natürlich auch eine eigene Analyse durchgeführt, als wir uns die Ungleichheiten angeschaut haben. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass Deutschland die Produktlieferungen aus Rohstoffen nicht gestoppt hat, die die grundlegenden Bedingungen nicht erfüllen. Weiterhin haben wir gesehen, dass in 15 Ländern Waffenlieferungen ausgeführt werden, in denen Konflikte bestehen. Und weiterhin haben wir gesehen, dass bis jetzt zum Beispiel kein Gerechter zur Rechenschaftspflicht bezüglich der Einhaltung von Menschenrechten in der Lieferkette verabschiedet haben. Das sind also durchaus einige Inkohärenzen, die man in der deutschen Politik findet. Aber das betrifft alle EU-Länder in gewissem Maße ähnlicherweise. Eine der Lösungen vielleicht oder der Ansätze, die unserer Meinung nach etwas bewirken könnten, wäre, dass es zumindest Überwachungsmechanismen gibt, dass diese Ziele für die Agenda 2030 und die SDGs auch irgendwie bewirkt werden können. Also wenn es Mechanismen gibt, dann müssen die natürlich auch überwacht werden, ob sie auch kohärent sind mit den Entwicklungszielen. Das wäre vielleicht ein erster Schritt. Es ist also wichtig, uns genauso anzuschauen, wie es in der Wirklichkeit aussieht. Deswegen muss es eben auch Bewertungsmechanismen geben. In Deutschland gibt es eine starke politische Verpflichtung zur Agenda 2030. In der Realität ist es da nicht immer ganz so. Wir erwarten nun oder wir hoffen, dass die EU-Länder ernsthaftere Schritte bezüglich der Besteuerung unternehmen. Also die wichtigsten Steueroasen weltweit. 12 von diesen Top-Steueroasen befinden sich tatsächlich in der EU. Korruption und geschäftsfeindliche Praktiken bezüglich der Unternehmensethik, das sind tatsächlich sehr weit verbreitete Geschäftspraktiken, die wir auch durchaus sehr häufig in der EU vorfinden. Und wir hoffen auch, dass es weitere Verpflichtungen der Länder gibt bezüglich der Ressourcenmobilisierung, indem sie sich der ADES Tax Initiative anschließen. Das wäre sehr schön, wenn wir dort mehr Unterstützung sehen würden und dort eigene Kapazitäten mobilisiert werden könnten. Und dann hoffen wir natürlich auch, dass das Finanzgeheimnis ein weiteres Thema ist, was angegangen wird. Denn in der EU haben wir auch sehr viele Länder, wo das Finanzgeheimnis tatsächlich noch umgesetzt wird. Weiterhin würde ich gerne sagen, dass wir auf EU-Ebene seitens der Kommission einen Gesetzesvorschlag haben zur Nachhaltigkeit in Lieferketten und zur Sorgfaltspflicht, dass eben Menschenrechte und Umweltrechte entlang der Lieferkette auch überwacht werden müssen, wenn es um Großkonzerne gibt, die also ihren Sitz in der EU haben. Der Vorschlag liegt vor. Wir wissen, dass nur 5
Länder in der EU Fortschritte in diesem Bereich geleistet haben. Deutschland hat im Bereich der Umwelt Fortschritte erzielt, aber nicht im Bereich der Menschenrechte. Es wird eine Richtlinie geben, damit dann eben die einzelnen Länder diesen eigenes Gesetz umsetzen können. Da ist also auf jeden Fall noch durchaus sehr viel Spielraum. Und man hofft, dass diese Initiative wirklich ehrgeizig genug ist, damit es zum Beispiel seitens der Perspektive aus der Umwelt und der Menschenrechte Fortschritte erzielt werden. Die Lieferkette müssen ganzheitlich überwacht werden, und das wäre ein wichtiger Schritt seitens der EU-Länder, um diese Menschen- und Umweltrechte also dann besser respektiert werden. Das wäre ein wichtiger Schritt in Richtung der Bekämpfung der Ungleichheiten. Weitere Bereiche könnte man sich anschauen. Es gibt eine Spitzensteuer für die extrem reichen Mitglieder unserer Gemeinschaft. Es könnte auch globale Standards geben für eine Besteuerung. Und die Pandemie hat uns da wenig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da sehen wir wenig Fortschritt. Und auch auf EU-Ebene sieht man die Mindestbesteuerung von Großkonzernen. Und wir hoffen, dass da noch Fortschritte erreicht werden. Das sind so einige Ideen und einige Vorschläge, die wir uns vorstellen könnten. Wir haben jetzt verschiedene Aspekte betrachtet, wie diese Inkohärenz angegangen werden könnte. Und ich möchte mich entschuldigen, denn ich habe Frau Njehu hier gerade völlig übergangen. Ich würde ihr ganz gerne noch eine Frage stellen. Sind Sie noch bei uns? Wir können Sie derzeit nicht sehen. Ich bin noch da, aber ich habe mein Video so lange ausgeschaltet. Ich würde Sie ganz gerne noch fragen, wie sehen Sie das Thema der Inkohärenz und auf welche Bereiche würden Sie sich vielleicht noch stärker konzentrieren? Well, it's a loaded question and perhaps I am a little bit more cynical, maybe. Vielleicht bin ich da ein wenig zynischer, ein wenig mehr gerade heraus. Dr. Zattler sprach über die etwas mächtigeren Ministerien, dass es da durchaus unterschiedliche Gewichtungen gibt in der deutschen Regierung. Und natürlich gibt es das Problem der Machtgefälle. Als Feministin weiß ich durchaus, dass Macht eine ganz wichtige Währung ist. Eine Währung, die auf allen Ebenen von Belang ist. Aber ich glaube auch, dass es eine gewisse Intentionalität gibt, also dass eine Regierung gewissen Ministerien Gewicht verleiht. Also stellen wir uns vor, dass es ein Treffen gibt, wo der Finanzminister dem Finanzministerium vielleicht etwas genauer zugehört wird als dem Ministerium für soziale Angelegenheiten. Und ich muss sagen, ich bin ja schon recht lange aktiv als Aktivistin. Und in den späten 90ern, zu Beginn der 2000er, habe ich in Washington gearbeitet. Und auf diesen Machtkorridoren, wenn man mit den Menschen spricht, dort hört man häufig, ob es sich dabei um die USA handelt oder eine weitere bilaterale Hilfe dass diese Beziehung immer in irgendeiner Form auch dem eigenen Unternehmensumfeld zugutekommen müssen. Und dass man natürlich immer den US-Unternehmen auch das Geschäft erleichtern möchte. Es ist nicht so, dass man es nicht besser machen könnte. Es ist nicht so, dass das Wirtschaftsministerium besser weiß, wie zu arbeiten ist, als das Arbeitsministerium, wie man im Bereich der Menschenrechte und der Arbeitsrechte vorgehen muss. Oder wie geschlechtsbasierte Rechte besser umgesetzt werden müssen. Das wissen Sie durchaus. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Prioritäten, die festgeschrieben wird. Und deswegen haben wir durchaus eine politische Inkohärenz. Aber ich finde es manchmal ein wenig zynisch, dass man durchaus sehr absichtsorientiert ist.
Also wenn die Klimapolitik und die Schuldenpolitik und die Sozialpolitik miteinander in Konflikt stehen. Das heißt, einerseits haben wir vielleicht die Stellungnahme einer Regierung bezüglich der Bildung. Sie unterstützen. Sie unterstützen vielleicht auch Gemeinschaften, denen es an Wasser fällt, aber auf der gleichen Seite gibt es Politiken, wo das Wasser privatisiert wird, wo das Gesundheitswesen privatisiert wird. Und dann muss man sich schon wundern, wissen Sie, weiß die rechte Hand da nicht, was die linke tut? Wie kann es zu solchen Inkohärenzen kommen? Das würde ich gern Ihnen überlassen, zu entscheiden. Aber zum Abschluss würde ich gerne noch einmal sagen, dass in den vielen Jahren, in denen ich in Washington gearbeitet habe, war die meiste Arbeit auf die Weltbank und auf den Internationalen Währungsfonds konzentriert. Wenn man den Hauptsitz der Weltbank betrifft, dann steht dort ein Satz geschrieben, wir träumen von einer Welt ohne Armut. Man sollte aber auch um ganz viele verschiedene Dinge wissen, die die Weltbank tut, im Bereich der Umweltrechte, der Frauenrechte, Bildung, Gesundheit. Da gibt es eine ganze Reihe von Themen. Und für jedes dieses Thema haben wir einen Erzähler veröffentlicht, also 10 Dinge, die man wirklich von der Weltbank wissen sollte. Was sie einerseits sagten über die Bildung, was sie zu Frauenrechten und Umweltrechten sahen. Für all diese Punkte haben wir Beispiele gefunden, dass sie genau das Gegenteil taten. Und das ist tatsächlich oft schwierig, dass diesen Worten auch Taten folgen lassen wird. Wir müssen da auch aufrichtig und ehrlich sein. Was tun die Regierungen im Namen oder im Sinne ihrer Kooperation? Frau Njeho, es tut mir sehr leid, ich muss Sie ein wenig abschneiden. Ich werde ganz kurz meinen Gedanken zu Ende führen. Wir haben hier 3 Männer auf diesem Podium und nur eine Frau. Es wäre schön, wenn ich ein bisschen mehr Zeit zugeteilt bekäme. Aber was ich sagen möchte, ist, dass es wirklich wichtig und für uns eine Aufgabe, dass wir ehrlich sind. Und das uns sagt, warum ein Wirtschaftsministerium mächtiger ist oder ein Finanzministerium wichtiger ist als ein Sozialministerium oder ein BMZ zum Beispiel, wenn man sich die Liste der Menschen anschaut, die dort arbeiten. Und in fast allen Ländern sieht man die Verbindung von Bergbauministerien, von Finanzministerien, von vom Bankwesen und all diesen verschiedenen Playern. Sie gehen immer wieder sicher, dass die gemeinsamen Ziele erreicht werden. Und man kann diese Fragen stellen, man kann aber auch mit offenen Fragen, mit offenen Augen sich anschauen, wie die Wirklichkeit tatsächlich aussieht und was tatsächlich geschieht. Das ist kein Zufall, dass es dort solch ein Machtgefälle gibt. Vielen Dank. Politische Inkohärenz, anscheinend ein Thema, was wir noch sehr viel länger besprechen könnten. Jetzt möchten wir aber auch den zweiten Punkt noch angehen. Da geht es um den ungleichmäßigen Zugang zu den Impfstoffen. Und dazu möchten wir gerne einleiten, ein kurzes Video zeigen. The COVID-19-Pandemic affects everybody equally. Covid-19-Pandemie betrifft alle Menschen gleichermaßen. Dieser Gedanke wurde Anfang 2020 häufig geäußert, da ein Virus ja eigentlich nicht diskriminieren kann. 2,5 Jahre später hat sich dann gezeigt, dass die Pandemie die Ungleichheiten noch weiter aufdeckt und ausnutzt. Rund 15 Millionen Menschen sind weltweit an den Folgen der Corona-Pandemie gestorben.
The unreported number might be much higher. Die Dunkelziffer könnte noch viel höher sein. Nicht alle Menschen starben direkt durch den Virus. Die meisten von ihnen erlagen aufgrund der Überlastung der Gesundheitssysteme und erlagen anderen Krankheiten und Verletzungen. Covid-19-Pandemie ist nicht nur ein globales Gesundheitsproblem. Das Virus hat die bestehenden, sich oft überschneidenden Ungleichheiten in Bezug auf Wohlstand, Geschlecht, Rasse und andere Dimensionen aufgedeckt, genährt und verstärkt. Zu den negativen Auswirkungen gehören der weit verbreitete Verlust von Arbeitsplätzen, unzureichende oder fehlende Arbeitsrechte und Sozialschutzmaßnahmen, zunehmende Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, häusliche Gewalt, weit verbreitete Schulschließungen, die Kinder und Jugendliche betreffen, um hier nur einige zu nennen. Viele dieser Probleme betrafen Randgruppen, Gruppen wie schwarze oder indigene Gemeinschaften, insbesondere Menschen, die in Armut leben. Die waren in unverhältnismäßiger Weise betroffen. Die Vermögen der Milliardäre erreichten innerhalb von nur 9 Monaten wieder den Stand von vor der Pandemie, während die Erholung der in Armut lebenden Menschen über ein Jahrzehnt dauern könnte. Würden die Länder die Verringerung der Ungleichheit sofort in Angriff nehmen, würde die Armut innerhalb von nur 3 Jahren wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Auch wenn es keinen Impfstoff gegen Ungleichheit gibt, existiert seit Ende 2020 ein Impfstoff gegen das Virus. Phrasen wie "Niemand ist sicher, bis alle sicher sind" wurden gerne von der globalen Solidarität verwendet, um den Schutz der Krise zu verhindern. Und wie sieht es heute aus? Die Ungleichheit beim Impfstoff, manche sprechen sogar von Impfstoff-Apartheid, setzt immer noch Millionen von Menschen dem Risiko schwerer Erkrankungen und dem Tod aus. Um die aktuelle Situation besser zu verstehen, werfen wir einen Blick auf die entsprechenden Daten. Diese Karte zeigt die Anzahl der verteilten Covid-19-Impfdosen pro 100 Menschen in jedem Land der Welt. Das dunkle Grün bedeutet, dass die Versorgungslage angemessen ist und Auffrischungsimpfungen weithin verfügbar sind. Die helle Farbe bedeutet, dass der Zugang zu Impfstoffen stark eingeschränkt ist. Betrachtet man Afrika, den nach Größe und Bevölkerung zweitgrößeren Kontinent, so ist festzustellen, dass nur 15% der erwachsenen Bevölkerung vollständig geimpft sind. Nur 15,9% der Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen haben mindestens eine Dosis eines Covid-19-Impfstoffs erhalten. Werfen Sie einen Blick hier auf diese Grafik. Die rote Linie steht für einkommensschwache Länder. Die dunkelblaue Linie steht für Länder mit hohem Einkommen. Der Raum dazwischen zeigt die Ungleichheit in der Impfstoffversorgung. Manch einer mag nun einwenden, dass die Ungleichheit bei Impfstoffen bereits ein weltweites Thema ist. In der Tat hat COVAX, die weltweite Initiative zur Sicherstellung des globalen Zugangs zu Covid-19-Impfstoffen, im Januar dieses Jahres die 1 Milliardste Dosis erreicht. Das bedeutet jedoch, dass COVAX nur die Hälfte seines Ziels erreicht hat, bis Ende letzten Jahres 2 Milliarden Dosen zu liefern. Das deutsche Pharmaunternehmen BioNTech plant nun, modulare, mobile Fabriken für die autarke Herstellung von mRNA-Impfstoffen nach Ruanda, Ghana, Senegal und Südafrika zu liefern. Dennoch, nicht NROs wie Oxfam kritisieren, dass die Initiative von BioNTech zu spät umgesetzt wird und die Impfstoffmuster in der Kontrolle des Unternehmens bleiben. Sie fordern stattdessen den Ausbau der lokalen Produktionskapazitäten. Human Rights Watch und Ärzte ohne Grenze haben herausgefunden, dass mindestens 100 Unternehmen in Ländern des globalen Südens potenziell mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 herstellen könnten. Im März 2022 wurden die Ergebnisse der Verhandlungen zwischen Indien, Südafrika, der EU und den Vereinigten Staaten von Amerika über einen befristeten Patentverzicht auf Covid-19-Impfstoffe und andere pandemiebezogene Technologien und Geräte bekannt. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass der globale Norden weiterhin systematisch eine globale Reaktion auf die Pandemie untergräbt. Auch hier zeigt sich, dass Ungleichheit eine politische Entscheidung ist. Gut,
letzte Diskussionsrunde Zugang zu liefern zu Covid-19-Impfstoffe. Erst einmal, Herr Wulff, wir haben gehört, es gibt noch eine große Lücke, globaler Norden, wo das leicht zugänglich ist, globaler Süden, wo es zu wenig Impfstoffen offen gibt. Vor allem in Afrika ist das ein Problem. In Ihrer Meinung nach, wie könnte man das hinbekommen, dass es hier eine fairere Verteilung gibt? Ja, ich denke, das zentrale Problem wurde schon genannt. Die Frage, und hier komme ich zurück zu dem ersten Teil der Diskussion, die wir hier geführt haben. Die Frage lautet, natürlich ist es klar, Neuverteilung funktioniert nicht. Wenn man knappe Ressourcen verteilen möchte, dann kommt doch eher Egoismus zum Tragen. Und dann ist es klar, jedes Land ist dann für seine eigenen Leute erst einmal verantwortlich. Höchstens, wenn etwas übrig bleibt, wird das dann weitergereicht. Von Beginn an hat es eine Möglichkeit gegeben, und das hat nicht nur hier mit dieser Debatte über die Patentaussetzung begonnen. Die Kenntnisse, die also öffentlich finanziert worden sind während der ersten Monate, dem ersten Jahr der Pandemien, bis halt die Impfstoffe entwickelt worden sind, darauf hätte an und für sich ein klares Engagement folgen müssen, dass man halt weltweit und gleichberechtigt dieses Wissen austauscht. Es hat ein paar Initiativen gegeben. CTAP, Covid-19 Exit Technology Pool, hat es gegeben. Die Weltgesundheitsorganisation hatte das vorgeschlagen. Dazu hat es die Unterstützung gegeben von kleineren Ländern. Aber die großen Akteure, EU, deutsche Regierung, haben das nicht aufgegriffen. Damit hätte man sehr viel Druck ausüben können auf die Pharmaunternehmen, damit sie in der Tat darüber nachdenken, wie das denn so wäre, wenn man die Kenntnis teilen würde. Da ging es nicht nur um die Patente, es ging einfach darum zu sagen, es ist ein notwendiger Schritt, um klar aufzuzeigen, auch freiwillige Lizenzerteilung, das könnte ein Mechanismus sein, der schneller funktionieren würde als diese ganze Debatte, die dann aufgekommen ist und dann halt nur 2020 bei der WHO geführt wurde, bei der Welthandelsorganisation, und immer noch nicht gelöst ist. Und ja, das war zu sehen. Und dann ging es darum zu schauen, wie man das denn umsetzen kann. Das wäre ein leichterer Weg gewesen, um aufzuzeigen, ja, in der Tat, hier, wir nutzen nun die besondere Situation auch, um hier die Ausnahmeregelungen, die es bei der Welthandelsorganisation gibt, das nutzen wir jetzt. Aber ich persönlich würde denken, von Beginn an hätte es klar sein müssen, es gibt hier einen Mechanismus, hier, wenn etwas öffentlich gefördert wurde, wenn wir als Weltgemeinschaft alle so stark investieren, um eine Antwort zu liefern auf Covid-19, dann die Ergebnisse müssen auch öffentlich dann geteilt werden dürfen. Und dieser Mechanismus und auch hier der Verbund, mit dem wir da zusammengearbeitet haben, die haben sich alle stark dafür eingesetzt. Und ich würde sagen, wir hatten schon viel Unterstützung seitens der Zivilgesellschaft diesbezüglich erfahren. Aber dennoch, leider, hier geht es wieder auch um eine Machtteilung. Und die da an der Macht waren und die traditionellen Denkweisen, die bestehen über Investitionen in Forschung und Entwicklung. Also das natürlich macht es erforderlich, ja, dass es da eine private Investition gibt. Dann kommen die die Regeln zum geistigen Eigentum zum Tragen. Und deswegen sind wir letztlich da bei diesem Prozess nicht vorangekommen. Frau Diu, Sie scheinen mit dem einverstanden zu sein, was Herr Wulff hier nun gerade gesagt hat. Wollten Sie noch etwas hinzufügen? Ach, Sie sind jetzt aber gerade stumm geschaltet. Entschuldigung, vielen Dank.
Ja, ich habe gerade über diesen Oxfam-Bericht, der gestern veröffentlicht wurde, nachgedacht. Also Davos, Weltwirtschaftsforum, anlässlich dieses Treffens wurde das veröffentlicht. Und im letzten Jahr, also zurück jetzt März 2020 bis März 2022, da hat es alle 30 Stunden einen neuen Milliardär gegeben. Alle 30 Stunden hat es einen neuen Milliardär gegeben. Und das war jemand im Begriff, ein solcher zu werden. Dann hat es auch Schätzungen gegeben, dass zur gleichen Zeit alle 33 Stunden jemand extremer Armut neu ausgesetzt war. Und in der Forschung wurde auch bemerkt, diese 573 Milliardären, die es zum ersten Mal gedacht wurden, also Zentralbanken hatten Millionen von Dollar in die Weltwirtschaft eingeführt. Da ging es sehr stark um die Covid-19-Krise, um die Bekämpfung der Epidemie. Und es wurde folgende Frage debattiert. Wir haben gesehen, Ungleichheit besteht in Bezug auf die Impfstoffe und all diese Todesfälle, das Leiden, das stattgefunden hat. Und in diesem Videofilm konnte man das auch sehen. Es wurde überall auf der Welt verbreitet. Wie kann man hier dem Ganzen Herr werden, dieser Lage? Und dann gibt es zugleich diese extrem reichen 700 Milliarden, 1,5 Trillionen Dollar während der Epidemie. Da hat es diese starke Zunahme von Reichtum gegeben, 1,6 Milliarden Arbeiter im informellen Sektor haben zur gleichen Zeit ihren Arbeitsplatz verloren. Und man sieht daran, wie zynisch das Ganze ist. Also es scheint schon, es ist ja, es scheint irgendwo doch so ausgerichtet zu sein, die einen kommen hier zu großem Reichtum und andere werden zurückgestoßen und erfahren einen starken Rückschritt. Und immer wieder haben wir uns das angeschaut und all diese Dinge, die gesagt worden sind, vielleicht sind die da nicht unbedingt machbar, dass man die Reichen besteuert, Finanzflüsse stärker kontrolliert, schauen, ob es da Hebel gibt, dass man extreme Armut und extreme Ungleichheit bekämpfen kann. Ich denke, diese Ungleichheiten, die Sie angesprochen haben, man sieht, dass auch globale ungleiche Verteilung von Covid-19-Impfstoffen 2022 diese beeindruckenden Zahlen, 1,5 Jahre nach der Pandemie, 70% der Erwachsenen im globalen Norden sind vollständig geimpft. Und in Afrika sind es nur 15% der erwachsenen Bevölkerung, die zwei Dosen erhalten haben des Impfstoffes. Warum diese Unausgeglichenheit? Ich denke, natürlich, es war anfänglich ein Problem mit der Verfügbarkeit des Impfstoffs. Und dann, ich war hier, habe die Debatte mitverfolgt. Und alle hier haben das mitverfolgt. Man war nicht wirklich bereit. Die entwickelten Länder wollten die Impfstoffe nicht wirklich teilen. Es hatte auch jeweils innenpolitischen Druck gegeben, inländischen Druck. Und dann gab es zumindest eine gemeinschaftliche Anstrengung, diese COVAX-Initiative und so weiter. Ich denke, häufig haben wir diese Situation erleben können. Es gab globale Probleme, Finanzkrise, und wir mussten dann gemeinschaftlich Aktionen organisieren, um dieses Problem zu lösen. Und es ist immer schwierig. Es ist immer schwierig, weil wir keine Weltregierung haben, weil sich da halt alle irgendwie einig werden müssen.
Und ich denke, zumindest wurde eine Anstrengung unternommen. Strukturen wurden aufgebaut. Aber es war nicht ausreichend gut. Es ging alles letztlich irgendwie zu langsam. Und dann Ausbreitung des Programms Verfügbarkeit des Impfstoffs im globalen Süden, das war nicht gut. Und unterdessen, was ich dann vernommen habe, ist, dass es in vielen Jahren nicht unbedingt hier der Engpass darin besteht, dass es da Lieferengpässe gibt in Bezug auf die Impfstoffe, sondern eher liegt es daran, dass das alles nicht wirklich angewendet wird. Man sieht gar Fälle in Südafrika. Also sie haben es hinbekommen, eine Schutz Einrichtung zu eröffnen und was darin hergestellt wurde, das ließ sich aber nicht verteilen. Vielleicht, weil es da so eine Stigmatisierung gibt. Man hört lieber Impfstoffe aus dem industrialisierten Norden. Man weiß es nicht genau. Also für die entwickelten Länder, denke ich, in der Tat, sie müssen das anerkennen. Es ist letztlich ihr ureigenstes Interesse, dass das Ganze geschieht. Es wird nicht die letzte Pandemie sein. Es wird noch weitere Pandemien geben. Dahinter stehen strukturelle Probleme. Und deshalb ist es unser aller Interesse, halt auch aus der Sichtweise eines industriell entwickelten Landes, müssen wir das nächste Mal das Ganze besser machen. Als entwickeltes Land müssen wir das anerkennen. Also dann, es liegt hier nicht in meinem Verantwortungsbereich im Ministerium hier solche Weltgesundheitsthemen. Da gibt es einen anderen Direktor, Dirk Meyer ist dafür verantwortlich. Aber gut, ich habe hier meine Meinung dazu jetzt kundgetan. Und ich denke, das entspricht letztlich auch der Sichtweise meines Ministers. Herr Wolf, sind Sie damit einverstanden? Sind Sie auch dieser Meinung? Nein, ich denke, natürlich, es gibt immer Probleme, also multidimensioneller Natur, vielschichtiger Art und Weise. Und es ist auch in vielen Ländern der Fall, wo es schwierig ist, Impfkampagnen durchzuführen. Es war vom Anfang an sehr klar, dass die Lösungen auf der globalen Ebene, also wie dieses Beschleunigungsverfahren, um halt schnelleren Zugang zu erhalten zur Covid-19-Technologie. Es hat eine Initiative dafür gegeben. Das war halt, um CTAP am Anfang etwas entgegenzustellen. Und erst es sprach so der traditionellen Art und Weise, wie man Dinge bewerkstelligt, so nach einem Modell der humanitären Hilfsleistung. Wir haben also einige besondere Ressourcenmodelle entwickelt. Dabei lag der Fokus allein auf einem Impfstoff, AstraZeneca. Dann gab es den Ansatz, dass das den größten Impfstoffherstellern, Indian Serum Institute, überlassen wurde. Und dann dachte man, hier, das ist der Impfstoff für die armen Länder. Und dann, als Indien selbst Impfstoffe brauchte, aufgrund des großen Ausbruchs im Frühling 21 der Epidemie, da waren diese Ressourcen plötzlich ausgetrocknet für eine ganze Reihe von Monaten. Und da gab es dann auch das Problem der Verteilung der Impfstoffe entlang der gesamten Kette. Also man versucht, globale Probleme zu lösen mit einem Mechanismus, der eher entworfen wurde. Ich würde sagen, also es ist eine globale Produktionskette. Und da denkt man nicht wirklich über ein Modell der Rückverteilung, der Weiterverteilung nach. Das ist schwierig, das dann herunterzubrechen auf die regionale Ebene. Es gibt nun Initiative und mein Ministerium finanziert auch diese Ansätze. Es
geht dabei um einen positiven Schritt, würde ich sagen. Die Regeln, die Spielregeln, die haben sich nicht verändert. Und ich denke, das ist das, was wir kritisieren. Die deutsche Regierung und das BMZ sind der Auffassung, dass sie diese Situation mit traditionellen Denkansätzen lösen können. Ja, es gibt hier auch Kooperationen, darauf konzentrieren wir uns. BioNTech-Unternehmen wird dabei unterstützt, Geschäftskooperationen mit Unternehmen in einer bestimmten Anzahl von Ländern aufzubauen. Und also man versucht, dahin zu drängen, ein Verteilungsmodell auch für Kenntnisse und insgesamt diese ganzen wirtschaftlichen Entscheidungen darum, wie just die Fragen der Eigentumsrechte, alles, was es da zu bedenken gilt, halt auch damit dann die lokale Unternehmen da Spielraum erhalten, um selbst ihre Produkte zu erzeugen, zu verkaufen. Das ist alles nicht wirklich zufriedenstellend gelöst worden. Letzte Frage für Herrn Ruhl, die internationale Staatengemeinschaft. Was hat sie davon gelernt, wie man den Zugang bereitstellt für diesen Impfstoff? Was kann man da für die Zukunft sich merken bei zukünftigen Pandemien? Naja, schwierig zu sagen. Die nächste Pandemie wird nicht sein wie diese. Wir wissen nun, was es ist. Wahrscheinlich kann man dann schneller reagieren, was die Länder im Norden betrifft zumindest. Da wird das möglich sein. Wir haben viele gesehen, Entwicklungen. Es gab Länder, die versuchen, man kann denken, na ja, die Diskussionen sind vielleicht noch am Anfang, wir sind noch nicht weiter vorangeschritten. Wir denken Kohärenz. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich da unsere Lektionen lernen. Es gibt Länder, die versuchen, bei ihrer Berechnung der offiziellen Entwicklungshilfe das mit einzuberechnen, Spenden von überschüssigen Impfstoffen. OECD hat das schon letztes Jahr genehmigt, dass das möglich sein soll. Und das heißt natürlich für einige Länder, dass das dann letztlich für andere Ziele verwendet wird. Und die strukturellen Themen werden dann auch wieder nicht angegangen. Also man hilft den Ländern dann nicht, selbst bessere Gesundheitssysteme aufzubauen. Und es ist also auch, wer ist denn dafür, wer kommt dafür in Frage für solche Spenden? Also da wird dann gar nicht genügend Rechnung getragen. Das Land, das dann solche Spenden erhält, sind die wirklich in der Lage, die zu lagern und zu verteilen? Und solche Probleme, ich weiß nicht, ob wir da wirklich unsere Lektionen ausreichend gelernt haben. Wir hoffen einfach nur in der Zukunft internationale Kooperation und Verwendung von humanitärer Hilfeleistung. Ich hoffe, es geht dann eher wirklich in die Richtung Entwicklungsarbeit und Unterstützung der Gesundheitssysteme. Wenn man sich das anschaut, wie viele Länder haben das zum Ziel, Förderung des Gesundheitssystems, also Deutschland 2,8% europäischer Durchschnitt, wo wir jetzt halt in Bezug auf die Länder, wo wir die Daten zu haben, zusammenstellen können. Es hat also ein Audit gegeben, also humanitäre Hilfeleistung. Wir brauchen dafür mehr Investitionen. Die europäischen Länder müssen die Partnerländer stärker unterstützen, damit sie ihre Gesundheitssysteme entwickeln können. Und man müsste auch die Unternehmen dazu verpflichten, dass sie ihre Kenntnisse teilen. Wir haben davon schon gehört. Es gibt eine Diskussion, die in diese Richtung geht. Aber vielleicht geschieht das Ganze nicht offen genug, noch nicht großzügig genug. Ich wollte auch noch mal hervorheben,
was Frau Yehu gesagt hat zu dem Oxfam-Bericht, wie die Pandemie neue Milliardäre hervorgebracht hat. Just auch in Bezug auf den Landwirtschaftssektor sehen wir, dass es eine starke Krise gibt, Zugang zu Nahrungsmitteln, und das hat eine starke Auswirkung. Humanitär betrachtet, die Pandemie ist noch nicht zu Ende, die Konsequenzen sind noch nicht zu Ende. Und ja, ich weiß nicht, inwieweit wir wirklich in der Lage sind, die Lehren zu ziehen aus dieser Pandemie. Vielen Dank, um hier zu schließen. Entschuldigung, Frau Chihu, Sie wollten etwas hinzufügen? Ja, ich wollte noch Folgendes hinzufügen. Und in Bezug auf die Impfstoffe. Einige der Probleme, die wir hier gesehen haben, in Bezug auf die Impfstoffe, das hatte zu tun auch mit dem, was mit Immigrationspolitiken, zum Beispiel Großbritannien. AstraZeneca-Dosen wurden an Kenia verteilt und für reisende Menschen. Es hat eine Liste von Ländern gegeben. Quarantäneregeln, 10 bis 14 Tage, das war sehr kostspielig für die Betroffenen. Das hat es also gegeben. Der Impfstoff wurde gegeben. Dann jedoch wurde gesagt, dass da die Zertifikate über der Impfung mit diesen Stoffen nicht anerkannt ist. Und ich denke, gut, Impfstoffzertifikat, wenn es von Kenia ist, dass es dann halt abgelehnt wird, dann kommt die Frage auf, warum denn das eine anerkannt wird, das andere nicht. Und es kam auch der Punkt auf von Spenden, Impfstoffspenden. Und es wurden Dosen vernichtet. Das war natürlich eine Katastrophe, aber gut, letztlich war die Haltbarkeitsdauer abgelaufen. Wenn man all diese Hilfe bekommt, Impfstoffdosen, also insgesamt Kontext, Gesundheitsdienstleistungen in einem Land, wenn das nicht gleichzeitig angegangen wird, dass das Gesundheitssystem verbessert wird, dann geht die Gleichung nicht auf. Und auch in Bezug auf die Kohärenz während der Pandemie, da bestand nach wie vor diese Forderung, dass da definiert wird, wie viel die Länder ausgeben für ihre Infrastruktur, für ihr Gesundheitssystem, also in der Politik. Da gibt es all diese Aspekte, und auch während die Pandemie im vollen Gange war, hat das dann dazu geführt, dass es in vielen Ländern viel Leiden gegeben hat aufgrund dieses Umstands. Vielen Dank. So, eine letzte Bemerkung hören wir noch von allen Podiumsteilnehmern. Wir haben eine Frage vorbereitet, nun zum Ende, die Sie bitte mit einem einzigen Satz beantworten. Was bedeutet also das Neudenken dieser globalen Ungleichheiten nun für Sie, nachdem Sie die heutige Podiumsdiskussion mit bestritten haben? Herr Ruhe fängt an. Ja, es ist natürlich jetzt für die anderen leichter. Die können erst mal eine Weile drüber nachdenken. Gar nicht so eine leichte Frage. Ich bin immer noch recht hoffnungsvoll, dass die Pandemie uns vielleicht noch ein wenig in Erinnerung bleibt, wenn wir darüber nachdenken, wie wir mit der Welt in Verbindung treten. Die Pandemie hat gezeigt, dass wir alle miteinander verbunden sind, denn das Gesundheitssystem verbindet uns nun einmal alle. Deswegen hoffe ich einfach, dass diese Lehre uns auch in Zukunft in Erinnerung bleibt, dass auch die Regierungen rechenschaftspflichtig bleiben, was Ungleichheiten betrifft. Allgemein sehen wir auf Regierungsebene, dass die Bedeutung des Angehens der Ungleichheiten immer mehr Bedeutung beigemessen wird. Da gibt es durchaus eine Evolution im Diskurs, und zum Beispiel das Neudenken der Körperschaftssteuer ist ein Thema, was jetzt langsam auf den Weg gebracht wird. Leider sehr langsam, aber es wird immerhin auf den Weg gebracht.
Und von daher, ja, wie könnte das also aussehen, wenn man das noch einmal neu denkt? Ich hoffe einfach, dass wir diese Lehren mit in die Zukunft nehmen, dessen, was wir heute besprochen haben. Und wir in der Zivilgesellschaft machen natürlich oder leisten unseren Beitrag, damit das Thema auch weiterhin auf der Agenda bleibt, dass wir auch das tun, was wir predigen und auch unsere eigene Arbeit noch einmal genauer hinterleuchten. Das ist vielleicht so ein bisschen meine etwas unstrukturierte Antwort auf Ihre Frage. Vielen herzlichen Dank. Herr Wolf, wie sieht es mit Ihnen aus? Nach der Veranstaltung heute. Was bedeutet das Neudenken der globalen Ungleichheiten? Also die Minderung der Ungleichheiten weltweit ist etwas, das wir noch einmal deutlicher gesehen haben während der Pandemie. Viele Menschen konnten mobilisiert werden, viele Menschen haben sich hinter diesem Thema vereint und während der Pandemie konnten wir auch sehen, dass wir wirklich eben sehr stark miteinander vernetzt sind und dass wir die Probleme nicht alleine angehen können. Und auch wenn ich auf die verschiedenen Probleme der Lösung hingewiesen habe, und wir sind natürlich da auch ganz besonders kritisch, wenn wir die Arbeit unserer eigenen Regierung betrachten, trotzdem sind wir der Meinung, dass dass tatsächlich der Moment gekommen ist, um zu erkennen, dass es so nicht weitergehen kann. Und wie ich bereits sagte, dass man zurückgeht in eine Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo diese Ungleichheiten so extrem ausgeprägt waren. Ich glaube, es gibt durchaus Mobilisierung, oder es gab damals auch Mobilisierung der Arbeiterbevölkerung, der Arbeiterbewegung, dass man nicht einfach nur den gerechten Anteil einfordert, sondern dass man auch einfordert, dass die Spielregeln entsprechend geändert werden. Und ich glaube, darum geht es letztlich. Und da bin ich durchaus recht optimistisch, dass das in der nahen Zukunft auch passieren kann und es muss tatsächlich auch passieren. Herr Zadler, wie sieht es mit Ihnen aus? Ich schließe mich dem erst einmal an und kann vielleicht noch hinzufügen, dass die Ungleichheit zwar ungefähr das gleiche Level hat wie zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Was ist da passiert? Wir haben sehr viele politische Unruhe beobachten können und der Faschismus ist natürlich damit auch verbunden. Es gibt ganz viele Merkmale, die tatsächlich mit dem vergleichen können, was zu Beginn des 20. Jahrhunderts passiert ist, diese hohe Verschuldung. Und das kann ganz leicht zu einer wirtschaftlichen, es kann ganz leicht zu einer wirtschaftlichen, politischen Situation führen, die durchaus risikobehaftet ist. Ich habe jetzt natürlich nicht die super Antwort auf Ihre Frage. Ich glaube, man muss es tatsächlich so ein bisschen mehrschichtiger betrachten. Die Krisen, die wir gesehen haben, die Pandemie, die Finanzkrise, den Krieg jetzt in der Ukraine, all diese Krisen haben eine besonders starke Auswirkung auf die Armen. Und diese Krisen, die werden uns weiter begleiten. Das ist also diese Dysfunktion unseres Wirtschaftssystems, die diese Krisen heraufbeschwören. Ich könnte Ihnen das natürlich besser erklären, aber wir wollten ja eigentlich nur einen Satz zum Abschluss hören. Also diese Krisen werden weiterhin da sein und wir müssen einen systematischeren Ansatz für diese Krisen finden. Wir können nicht immer nur auf diese Symptome reagieren. In Afghanistan haben wir einfach wahnsinnig viel Lebensmittelhilfe geleistet. Und nun haben wir immer noch diese Situation, dass die Länder, die eben von Lebensmittelknappheit betroffen sind, dass man die mit Lebensmitteln beliefert. Das ist zwar möglich, aber es ist zu kostspielig und es hat tatsächlich keine strukturelle Auswirkung. Warum konzentriert man sich nicht auf Themen, die struktureller Natur sind? Zum Beispiel ein sicheres Sozialnetz. Das funktioniert sehr gut in Lateinamerika, in anderen afrikanischen Ländern. Systeme, die Teil der
politischen Struktur sind. Wenn man sich auf diese Themen konzentriert, dann kann man diese Strukturen verwenden, um in Krisensituationen Finanzen in das System zu bringen, die tatsächlich einen Struktureinfluss haben und nicht einfach für die nächsten Tage die Lebensmittelversorgung sicherzustellen. Und Frau Njehu, was bedeutet es nun für Sie nach dieser Veranstaltung? Das war eben durchaus sehr richtig gesagt, dass es strukturelle Antworten benötigt. Wir müssen aktiv zuhören, wir müssen im Gespräch bleiben, innovativ sein, um entsprechend auf die Ungleichheiten zu reagieren. Dass unsere Lösungen tatsächlich auch die Ursachen angehen und nicht nur die Symptome. Herr Rohr hat auch schon darauf hingewiesen, es ist kein ganz einfaches Thema. Wir haben natürlich nicht die grundlegende Lösung. Wenn wir das hätten, hätten wir wahrscheinlich nur den Friedensnobelpreis bekommen. Es ist durchaus sehr kompliziert. Weiterhin ist deutlich geworden, dass unsere Politiker, die Regierungen, Fürsprecher nicht immer wieder die gleichen Lösungen anbieten können, die in der Vergangenheit nicht funktioniert haben. Also die Sinnlosigkeit des Wiederholens von immer wieder den gleichen Lösungen. Das heißt, wir brauchen neue Lösungen. Wir brauchen diese öffentlich-privaten Partnerschaften. Das sind alles Sachen, die wir schon lange, lange gesehen haben. Die haben anscheinend nicht funktioniert. Deswegen müssen wir sie auch nicht immer wieder hervorgraben. Es gibt sehr viele Alternativen, vielleicht auf kleiner Ebene. Vielleicht müssen wir diese Alternativen weiter gefächert ansprechen. Dr. Zeidler sprach über den Ausbau von Infrastrukturen. Ich erinnere mich, als ich einmal Haiti besuchte, da bekam man Lebensmittelhilfen. Und die landwirtschaftlichen Vereinigungen, die dort vor Ort dabei waren, die sagten, es wäre viel besser, wenn man nicht die Lebensmittelunterstützung bekommen sollte, sondern warum kauft man nicht direkt bei den Bauern vor Ort ein? Wie kann man das also unterschiedlich angehen? Und als letzter Gedanke, als Aktivistin, als Feministin, möchte ich noch einmal allen mitteilen, die heute dabei sind, dass wir Bewegungen auf die Beine stellen müssen, die sich für die Gleichberechtigung einsetzen, sich für Gerechtigkeit einsetzen, um Extremismus und Faschismus etwas entgegensetzen zu können. Wir müssen auf allen Ebenen kämpfen, um das zu verhindern. Auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene. Bis zur Ebene der Afrikanischen Union zum Beispiel, dass es den entsprechenden Widerstand gibt. Diese Bewegungen sind grundlegend wichtig, damit wir unsere Würde als Rechte einfordern. Und nicht nur als reine Phrasen, sondern auch tatsächlich als etwas, was gelebt wird. Vielen herzlichen Dank, Herr Frau Njehu, für die Geht, wenn es darum geht, diese Inkohärenz anzugehen. Aber leider fehlt uns die Zeit dafür. Wofür wir aber noch Zeit haben, sind zwei, drei Fragen hier aus unserem Publikum. Und damit wende ich mich an Felix, der übernimmt wieder die Moderation der Publikumsfragen. Ja, hallo noch einmal. Ich würde gern erst einmal mit unserem Online-Publikum beginnen. Wir haben da eine Bemerkung. Jemand sagt, dass wir weiterhin von Entwicklungsländern sprechen. Das ist eigentlich recht überraschend, denn die Agenda 2030 bezeichnet alle Länder als Entwicklungsländer. Das vielleicht nur als kleine Randbemerkung. Eine Frage wurde aufgeworfen. Die richtet sich an Frau Njehu. Das schließt direkt dort an, wo Sie aufhörten. Sie sagten selbst, dass Sie sich als Feministin betrachten. Welche konkreten Schritte erwarten Sie vom BMZ-Minister, der ja sagte, dass ein neuer feministischer Ansatz
für die Entwicklungspolitik verfolgt werden sollen. Ich glaube, wir müssen uns einfach gegenseitig besser zuhören. Wir sprachen über die Dekolonialisierung der Entwicklungshilfe. Und wenn wir zusammen an einen Tisch kommen, um darüber zu sprechen, wie bestimmte Probleme angegangen werden können und wie die Menschen behandelt werden und welche Stimmen tatsächlich gehört werden. Da wieder einmal möchte ich darauf verweisen, dass man nicht immer wieder dieselben Dinge tun kann und andere Ergebnisse erwarten kann. Wenn wir eine feministische Politik wirklich umsetzen wollen, dann können wir nicht die gleichen Personen an den Tisch holen. Es können nicht immer wieder die gleichen politischen Entscheidungen getroffen werden. Für das BMZ. Ich glaube, aktives Zuhören ist unheimlich wichtig. Wir als afrikanische Feministen haben unheimlich viel publiziert zu einer entsprechenden feministischen Politik. Und ich weiß, dass andere Organisationen wie Oxfam ähnliche Schriften veröffentlicht haben. Vielleicht hört man einfach denen zu, die schon sehr lange in dem Bereich aktiv sind. Ich glaube, wir brauchen eine andere Linse, um auf die Dinge zu schauen. Dann haben wir noch eine Frage für Herrn Arue von Nicole Körbel. Sie würde gern mehr zu konkreten Maßnahmen erfahren, die man im globalen Norden unternehmen könnte, um die Strukturen zu verändern, um das Thema der Ungleichheiten anzugehen. Ja, ich versuche mich da auf einige Maßnahmen zu beziehen, die staatliche Praktiken widerspiegeln und ob diese tatsächlich kohärent sind mit dem Angehen der Ungleichheiten. Also besonders aus Sichtweise der EU-Länder. Konkrete Maßnahmen würde bedeuten, dass man die Kreditvergabe so einrichtet, dass man den globalen Süden nicht weiter damit belastet. Einige Länder verleihen oder geben immer noch Kredit an Länder, die schon hoch verschuldet sind, statt man sich vielleicht an anderen Maßnahmen orientiert, dass man zwar auch Geld verleiht, aber unter anderen Bedingungen, die eben nicht marktüblich sind. Vielleicht auch Schuldenerlass ist ein Thema, was immer von großer Hilfe sein kann. Da haben wir recht wenig Beispiele gefunden. Und natürlich auch die steuerliche Debatte. Es gibt immer noch Länder, die Steuerdumping durchführen. Und wir haben da Länder in der EU, die das ganz genauso machen. Da gibt es eine unterschiedliche Besteuerung von Körperschaften und anderen juristischen Personen. Und das wäre sicherlich etwas, was man angehen könnte. Oder wenn man immer noch ein Hafen ist für Steuerflüchtige oder Geldwäsche. Das haben wir nach international verfügbaren Indizes durchaus beobachten können. Das ist sicherlich etwas, was man genau anschauen sollte. Also Steuerpraktiken, Finanzgeheimnis, das habe ich vorhin auch schon mal angesprochen. Das sind alles so Themen. Und weiterhin brauchen wir Handelspraktiken, die sich an den Menschenrechten ausrichten. Ich sagte zuvor, dass es immer noch diese Waffenlieferung an 15 Länder gibt, in denen derzeit ein Konflikt vorliegt. Das betrifft 21 der 24 Länder, die wir uns genauer angeschaut haben. Das sind also konkrete Praktiken, die durchaus geändert werden könnten und einen Beitrag leisten würden. Und auch die Ressourcenmobilisierung vor Ort, das wäre auch eine gute Unterstützung. Das ist auch konkret, das ist etwas, was umsetzbar ist. Man muss gar nicht so weit suchen. Es gibt durchaus Maßnahmen, in denen man einen Beitrag leisten kann. Es sind immer wieder die Dinge, die auf den politischen Willen zurückführen. Wir sagten bereits vorher, Ungleichheit ist eine politische Entscheidung. Und wenn wir uns die Kohärenz anschauen, dann haben wir natürlich ganz viele verschiedene Interessen.
Interessen. Man hat das Interesse der Arbeitsplätze auf der einen Seite. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Interessen, die eben zusammen irgendwie unter einen Hut gebracht werden müssen. Wenn wir die Ungleichheit als Priorität auf die Agenda setzen, dann ist das sicherlich schon einmal ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben einige Lösungen auf dem Tisch, die machbar sind. Jetzt fehlt es nur noch an politischen Willen, um sie auch umzusetzen. So, unsere Podiumsteilnehmer haben wir bereits gefragt, wie sie über die Ungleichheiten denken und wie Sie nun darüber denken nach der Podiumsdiskussion. Nun würden wir auch gern Sie noch einmal fragen hier im Publikum, was haben Sie vielleicht gelernt? Gab es vielleicht etwas, was Sie überrascht hat oder was neu für Sie war? Wir haben eine Slido-Umfrage vorbereitet. Also alle, die hier derzeit vor Ort sind, in der Stiftung, natürlich auch jene, die sich von zu Hause zugeschaltet haben, können hier sich auf slido.com zuschalten. Der Code wäre 9494 oder Sie scannen einfach den QR-Code. Und dann können Sie uns vielleicht kurz Ihre Gedanken mitteilen. Irgendetwas, was Sie eindrücklich fanden. Oder vielleicht hat Ihnen auch etwas gefehlt oder Sie wären einer Sache gern noch ein wenig mehr auf den Grund gegangen. Während Sie jetzt hier schon fleißig tippen, gibt es da noch irgendwelche Fragen, die Sie jetzt direkt stellen möchten aus dem Publikum? Da springt jetzt keiner auf, dann ist das auch in Ordnung. Dann schauen wir uns mal an, was wir hier für Antworten bekommen. Also es geht nicht nur um reines Geld ausgeben, wir müssen strukturelle Veränderungen beiführen. Die Besteuerung der Reichen, die lokalen Steuersysteme müssen in Bezug gesetzt werden, wenn es um Entwicklungshilfe geht. Man sollte weniger national denken und mehr international auf die Ungleichheit anzugehen. Ungleichheit ist eine politische Entscheidung. Es geht ums aktive Zuhören. Man sollte sich mit den Leuten an den Tisch setzen, die vorher vielleicht noch nicht dabei waren. Genau, es ist ein strukturelles Thema. Sehr gut. Wir brauchen mehr Frauen auf den Podiumsstühlen. Okay, I believe, while your thoughts and opinions keep popping up here, und während Sie hier weiter Ihre Beiträge leisten, damit kann ich auch schon mal an David überleiten, der die heutige Veranstaltung zum Ende bringt. Ja, leider sind wir nun heute zum Ende gekommen. Vielleicht kann ich noch einmal kurz zusammenfassen. Wir haben also heute über die globale Ungleichheit gesprochen mit den verschiedenen Dimensionen. Wir sprachen aber auch über die Rolle des globalen Nordens bei der Fortführung dieser Ungleichheiten. Es ist eine historische Verantwortung, gegen globale Ungleichheit vorzugehen. Die Umverteilung als Maßnahme ist ein erster Ansatz. Und vielleicht auch, welche Hindernisse wir für diese Umverteilung finden können. Wir sprachen über inkohärente Politik. Und wir sprachen auch über andere Maßnahmen, wie zum Beispiel das Beispiel oder am Beispiel der Covid-19-Impfstoffe. Ich glaube, wir haben heute gelernt, dass es sich dabei tatsächlich um ein strukturelles Problem handelt. Es ist eine politische Entscheidung und wie man es angeht, ist tatsächlich sehr wichtig. Und in diesem Sinne würde ich gerne hier unseren Podiumsteilnehmern für ihre Beiträge danken, dass sie bei uns waren, uns an ihren Meinungen teilhaben lassen. Herzlichen Dank auch an das Publikum hier vor Ort und die per Zoom Zugeschalteten, die sich aktiv beteiligt haben. Es war leider nicht genug Zeit für eine Fragerunde. Vielleicht beim nächsten Mal haben wir da eine bessere Zeitplanung.
Und bevor wir nun endgültig zum Schluss kommen, möchte ich Sie gerne noch einmal über unsere nächste Veranstaltung informieren im Rahmen dieser entwicklungspolitischen Diskussionstage. Das wäre tatsächlich das Thema für morgen, das Angehen zweier Krisen auf einmal mit Hilfe des Schuldenerlasses, morgen von 15 bis 17 Uhr. Sie können sich immer noch online anmelden auf der Heinrich-Böll-Stiftung. Und die zweite Ankündigung, die ich gerne machen würde, es gibt eine Briefing-Publikation, in der kurz zusammengefasst wird und vielleicht auch noch mal auf einige Themen eingegangen wird und etwas detaillierter betrachten wird, worum es ging. Diese Veröffentlichung finden Sie dann im Juni oder im Juli auf der Homepage des SLE, des Seminars für ländliche Entwicklung. Und damit bleibt mir nichts weiter übrig, als Ihnen einen schönen Abend zu wünschen. Und herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Auch nochmal vielen Dank an Svenja für die Unterstützung. Kommen Sie alle gut nach Hause und bis dann.